So, es scheint eine gewisse Zeitverschiebung zwischen dem Foyer, wo es 14.06 Uhr ist, und dem Sitzungsraum, wo es 14.02 Uhr ist, zu geben. Aber 14.02 Uhr scheint die richtige Uhrzeit zu sein. Ich möchte gerne mit der 89. Sitzung des Innenausschusses beginnen, heute in Form einer Anhörung. Es ist gleichzeitig die 47. Anhörung für den Sachverständigen Wolf. Man sieht, es wird genau gezählt. Ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Herren Sachverständige, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind, um die Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Innenausschuss und den mitberatenden Ausschüssen zu beantworten. Gleich zu Beginn muss ich einen der Sachverständigen, Herrn Professor Gerditz, entschuldigen. Er kann leider aufgrund eines gestrigen Unfalls nicht teilnehmen. Verschwörungstheoretiker hätten jetzt natürlich ein weites Feld, darüber nachzudenken, aber der Deutsche Bundestag arbeitet hart an der Realität. Deswegen von dieser Stelle aus gute Genesung. Er hat sich leider eine Gehirnerschütterung zugezogen und wir hoffen, dass es ihm bald wieder besser geht. Dadurch fällt leider ein Sachverständiger aus. Sehr geehrte Herren Sachverständigen, wir haben Sie gebeten, eine schriftliche Stellungnahme zu den Vorlagen und den damit verbundenen Fragestellungen abzugeben. Für die eingegangenen Stellungnahmen darf ich mich im Namen des Ausschusses sehr herzlich bedanken. Sie sind allen Mitgliedern des Innenausschusses und der mitberatenden Ausschüsse verteilt worden und werden dem Protokoll über diese Sitzung beigefügt. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis besteht, diese Anhörung öffentlich, nicht nur öffentlich durchzuführen, sondern dass eine Aufnahme, die Aufnahme der Stellungnahmen auch im Protokoll dann vorgenommen wird und sich daraus eine Gesamtdrucksache ergibt. Von der heutigen Sitzung wird für ein Wortprotokoll eine Bandabschrift gefertigt. Das Protokoll wird den Herren Sachverständigen dann zur Korrektur übersandt. Im Anschreiben werden Ihnen auch die Details zur Behandlung mitgeteilt. Die Gesamtdrucksache, bestehend aus Protokoll und den schriftlichen Stellungnahmen, wird dann im Übrigen auch ins Internet eingestellt. Die Sitzung heute wird live im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages per Stream auch übertragen. Vereinbart ist insgesamt eine Zeit bis 16 Uhr für diese Anhörung. Es ist vorgesehen, dass die Herren Sachverständigen einleitend jeder die Gelegenheit bekommt, zunächst in einer die schriftlichen Stellungnahmen ergänzenden Erklärung von längstens 5 Minuten vorzutragen. In anderen Ausschüssen läuft immer kaltblütig die Uhr rückwärts. Das machen wir im Innenausschuss nicht. Das sich verstetigende Hüsteln des Ausschussvorsitzenden ist dann ein Signal, gegebenenfalls zum Ende zu kommen. Und es geht darum, dass bitte sowohl die Eingangsstatements das Thema Auslandfernmeldeaufklärung als auch die parlamentarische Kontrolle der Nachrichtendienste umfassen sollte. Also in den Statements bitte beide Themen. Im Anschluss werden wir mit der Befragung der Sachverständigen durch die Berichterstatter sowie weitere Abgeordnete beginnen. Hier würde ich vorschlagen, da es doch zwei sehr getrennte Themen sind, dass wir die Fragerunden in zwei Blöcken machen und zunächst die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung und dann die parlamentarische Kontrolle in den Fragen der Abgeordneten abarbeiten. Die Fragesteller bitte ich dann grundsätzlich immer, diejenigen Sachverständigen zu benennen, an die Fragen gerichtet sind. Und wenn damit das allseitige Einverständnis besteht, würden wir so verfahren und könnten dann auch direkt loslegen. Und dann darf ich in der alphabetischen Reihenfolge Herrn Professor Dr. Matthias Becker als Erstem für 5 Minuten das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich bei Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren Abgeordneten, noch herzlich für die Einladung zu der Anhörung heute. Ich muss jetzt einleitend leider sagen, dass ich gleich als Erster, der hier angehört wird, von meiner akademischen Freiheit dergestalt Gebrauch machen muss, dass ich mich über den Wunsch des Vorsitzenden hinwegsetzen werde und nur zur Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung sprechen werde. Schlicht deswegen, weil ich mich hier vor allem mit verfassungsrechtlichen Fragen auseinandersetzen möchte und ich glaube, dass die vor allem dort zu verorten sind. Außerdem ist das, und das führt mich sozusagen zur Sache, ein
Entwurf, auf den breiter einzugehen, sich lohnt, denn er ist sehr wichtig. Es ist aus meiner Sicht ein sehr dringendes Anliegen, auch die Ausland-Fernmeldeaufklärung einer gesetzlichen Regelung zuzuführen. Und ich muss sagen, dass ich es unabhängig vom Inhalt schon mal für eine bemerkenswerte Leistung halte, dass der Bundestag das unternimmt. Warum ist das so wichtig? Indem gesetzlich geregelt wird, unter welchen Voraussetzungen der BND Auslandsverkehre abhören darf und auswerten darf, wird diese Tätigkeit erstmals juristisch wirklich konkret sichtbar. Bisher mussten wir bei der juristischen Würdigung der Ausland-Ausland-Aufklärung im Wesentlichen von mehr oder weniger gut dokumentierten und bestätigten Informationen über die faktische Tätigkeit des BND ausgehen, hatten aber nur einen sehr mageren Normbefund, auf dessen Grundlage wir uns dann komplexe Gedankengebäude zusammenschrauben mussten. Auf der Grundlage eines Gesetzes, wie es jetzt geplant wird, sieht das anders aus. Dieses Gesetz kann als solches mit Hilfe von bekannten und anerkannten Interpretations- und Analysewerkzeugen juristisch geprüft werden. Das war sozusagen das Lob, das ich gerne vorweg schicken wollte. Und damit komme ich dann zu dem Entwurf in seiner konkreten Gestalt. Ihm liegt ja erkennbar die bekannte These zugrunde, dass Ausländer im Ausland nicht oder jedenfalls nur sehr stark vermindert grundrechtlich geschützt sind gegen Abhöraktivitäten des Bundesnachrichtendienstes. Ich vermeine da in der öffentlichen Auseinandersetzung noch eine gewisse Kontroverse herauszuhören, ob das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 jetzt gar nicht greift oder ob es so ein bisschen greift. Aber wenn man sich den Entwurf anschaut, ist recht deutlich, da greift jedenfalls nicht sehr viel. Ich halte diese Grundthese, auf der der ganze Entwurf beruht, für falsch und deswegen auch den Entwurf in seiner Gesamtheit für verfassungswidrig. Es gibt aus meiner Sicht keinen einleuchtenden Grund, das Schutzniveau für Ausländer im Ausland so stark zu verringern, wie der Entwurf es unterstellt. Der Wortlaut des Grundgesetzes differenziert überhaupt nicht zwischen Deutschen und Ausländern und auch nicht zwischen Abhöraktionen, die Deutschland und solchen, die das Ausland betreffen. Das ist noch kein zwingender Befund. Es könnte ja funktionale Gründe geben, warum Ausländer im Ausland schwächer geschützt sind. Ich kann solche Gründe aber nicht erkennen, jedenfalls nicht in dieser Allgemeinheit. Was ich glaube, was es gibt, sind funktionale Gründe dafür, generell die Tätigkeit des Bundesnachrichtendienstes, die auf die Aufklärung von politischen Sachverhalten im Ausland gerichtet ist, anders zu behandeln als die Tätigkeit von Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Und in diesem Zusammenhang kann man auch eine gewisse generelle Absenkung des grundrechtlichen Schutzniveaus vertreten. Deswegen können wir uns über die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, der eine strategische, verdachts- und anlasslose Aufklärung ist, überhaupt unterhalten. Als Maßnahme von Strafverfolgungs- oder Polizeibehörden wäre sie so offensichtlich verfassungswidrig, dass wir, glaube ich, nicht wirklich darüber sprechen müssten. Wir haben nun für strategische Überwachungen der Telekommunikation zum Zweck der Auslandsaufklärung schon verfassungsrechtliche Aussagen erhalten vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung zum G10-Gesetz vom Juli 1999. Wenn überhaupt, dann ist es heute angezeigt, diese Aussagen zu verschärfen, sicherlich aber nicht von ihnen nach unten abzurücken. Und ich glaube, dass die Aussagen, die das Bundesverfassungsgericht damals in seiner Entscheidung gemacht hat, im Wesentlichen auch für die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung taugliche Leitplanken abgeben. Man kann sich über punktuelle Anpassungen des Grundrechtsschutzes von Ausländern im Ausland unterhalten. Das augenfälligste Beispiel sind Transparenzvorschriften. Es scheint mir klar zu sein, dass es nicht angeht und auch oftmals gar nicht im Interesse der Betroffenen ist, wenn der Bundesnachrichtendienst sie davon benachrichtigt im Ausland, dass sie abgehört worden sind. Das heißt, die grundsätzliche grundrechtliche Benachrichtigungspflicht wird man hier nicht in dieser Form fortsetzen können. Was aber die Anforderungen angeht, dass Fernmeldeaufklärungen eines hinreichenden Anlasses oder zumindest eines hinreichenden Ziels bedürfen und dass es verfahrensrechtliche Schutzregelungen geben muss, um sie in einem gewissen Rahmen zu halten, da sehe ich keinen Grund, warum man dieses Gesetz anders behandeln sollte als das G10. Und diese Standards verfehlt es deutlich, denn das Gesetz ermöglicht dem Bundesnachrichtendienst Aufklärungstätigkeiten letztlich in seinem gesamten Zuständigkeitsbereich, sieht nur eine sehr schwache Kontrolle durch die Anordnung des Bundeskanzleramts und das sogenannte unabhängige Gremium vor, zersplittert überdies die Kontrolle der Aufklärungstätigkeit durch die Schaffung eines weiteren Gremiums und enthält schließlich nur völlig unzureichende Vorgaben dafür, unter welchen Voraussetzungen die gewonnenen Daten an andere Behörden im In- und Ausland übermittelt werden dürfen. Jetzt ist mir klar, dass alles, was ich jetzt vorgetragen habe, ein Stück weit den Charakter eines Glaubensbekenntnisses hat.
denn wir wissen letztlich nicht, wie das Bundesverfassungsgericht die grundrechtliche Lage beurteilen wird. Es handelt sich hier um eine ungeklärte Frage in der Rechtsprechung. Und die Position, die ich hier vertrete, befindet sich zwar in der Staatsrechtslehre deutlich im Vordringen, aber nach wie vor wird natürlich die Gegenposition vertreten. Jetzt nur noch ein Vertreter der Gegenauffassung ist ja heute anwesend, der andere hat einen Unfall gehabt. Nicht meinetwegen, ich hätte mich gefreut, den Kollegen hier zu sehen. Das war unterschiedlich. Ich glaube aber, dass es einen Punkt gibt, und das ist sozusagen das grundrechtliche Minimum, auf das ich Sie hinweisen möchte, auch unabhängig davon, dass mir klar ist, dass diese Position sich in dieser Anhörung so nicht durchsetzen wird. Und das betrifft den Umgang mit Verkehrsdaten der Telekommunikation. Wenn man sich anguckt, was der Gesetzentwurf vorsieht, wo es um die Erhebung von Inhaltsdaten angeht, dann wird immerhin vorgegeben, Inhaltsdaten dürfen nur mithilfe von Suchbegriffen erhoben werden. Das heißt, was nicht durch einen Suchbegriff im Moment der Erhebung erfasst wird, das wird auch vom BND nicht mehr weiter verwendet, sondern das wird gelöscht. Und die Suchbegriffe fokussieren und strukturieren die Aufklärungstätigkeit in einer gewissen Weise. Insofern besteht hier ein verfahrensrechtliches Minimum. Ich halte es nicht für hinreichend, aber es ist was da. Für Verkehrsdaten gilt das nicht. Der Bundesnachrichtendienst darf auf der Grundlage dieses Gesetzes, wenn es so in Kraft treten sollte, Telekommunikationsverkehrsdaten, die sich auf Ausländer im Ausland beziehen, völlig anlasslos 6 Monate lang bevorraten, ohne irgendeinen Grund darlegen zu müssen, warum das erforderlich ist. Und innerhalb dieser 6 Monate darf der Bundesnachrichtendienst diese Verkehrsdaten auswerten zur Aufgabenerfüllung, also fast auch ohne einen Auswertungsanlass. Das verfehlt so evident die Anforderungen an Vorratsdatenspeicherung, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat in seiner Entscheidung im Jahr 2010, dass man so weit von diesen Anforderungen gar nicht runtergehen kann, um das verfassungskonform zu bekommen. Deswegen wäre mein Appell, wenn Sie denn schon festhalten wollen an diesem Entwurf, dann gehen Sie wenigstens an das Thema Verkehrsdaten noch einmal heran. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Becker. Herr Dr. Graulich. Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ich glaube, ich stimme in einem Punkt mit Herrn Kollegen Becker überein. Das ist die epochale Schwelle, die wir mit diesem Entwurf erreichen. Es ist wirklich der erste Gesetzentwurf zum Bundesnachrichtendienst, der dieses Gesetz auf ein neues Niveau in struktureller Hinsicht, aber auch in der Regelungsdichte bringt. Und das ist, glaube ich, für ein Parlament eine sehr gute Stunde, so etwas zu unternehmen. Wir weichen fundamental voneinander ab bei der grundrechtlichen Einschätzung. Hier ist jetzt der Versuch unternommen worden, mit großer Sicherheit davon auszugehen, dass wir uns im Regelungsbereich von Artikel 10 befinden und dass daran anschließend ganz zwingende Folgerungen für gesetzliche Einschränkungsmaßnahmen zu treffen sind. Herr Becker hat einschränkend gesagt, das komme etwas seinem Glaubensbekenntnis nahe. Ich will das jetzt nicht vertiefen, wir wollen uns jetzt auch nicht auf der Ebene der Sprachpolemik begegnen, aber ich muss da noch mal ganz klar machen, das Bundesverfassungsgericht hat sich 1999 dieser Thematik zugewandt, hat sich tief in den Abgrund gebeugt und gesagt, dieser Fall gibt keine Veranlassung, etwas zu sagen. Und wer die Entscheidung zum Bundeskriminalamtsgesetz vom 20. April diesen Jahres sieht, der wird hier auch wieder auf die Stelle treffen, nämlich wo es darum geht, Daten zu übermitteln an ausländische Dienststellen. Und wir haben wieder dieselbe Situation, es wird der Grundrechtsschutz ins Auge gefasst und dann gesagt, gut, es muss da eine abschließende Prüfung an dieser Stelle erfolgen, dass die deutschen Grundrechte möglichst ihren Schutz nicht verlieren. Aber es ist nicht in einem gedanklichen Ansatz unternommen worden, sei es 2.1 oder 10.1 Auslandsgeltung zuzusprechen. So, die schwierige Situation, also wir können hier von keiner Sicherheit ausgehen. Diese schwierige Situation, in der die Gesetzgebung sich deshalb befindet, ist hier etwas zu regeln, ohne dass eine der Kardinalfragen, da sind wir uns ja einig, klar ist. So, und das betrachte ich allerdings als mutig, hier gleichwohl etwas zu unternehmen, und zwar im Sinne der Rechtssicherheit von in Deutschland lebenden Positionen und auch im Ausland lebenden Positionen. Das kann gar nicht hoch genug gewertet werden. Wie verhält sich das Gesetz zum Grundrechtsschutz? Also man muss sagen, hier wird im Grunde genommen
ja, so eine Art von pragmatischem Notprogramm gefahren, in dem dem Nachrichtendienst Voraussetzungen für sein Handeln benannt werden und dann aber auch verschiedene Schutzregimenter, natürlich unterhalb der verfassungsrechtlichen Schwelle. Das finde ich einen guten Versuch. Wir wissen alle, in dem Moment, wo Karlsruhe einmal diesen Entwurf in die Hand bekommen wird, werden wir in diesem Punkt schlauer werden. Aber es ist mutig, dass bis dahin nicht Zeit verstreicht, sondern eine Regelung unternommen wird. Da ich zeitlich begrenzt bin bei meinem Eingangsstatement, wende ich mich dem unabhängigen Gremium zu. Auch hier ist eben die Frage, kann man an ein vorhandenes Gremium anknüpfen? Ganz eindeutig nein. Die G10-Kommission ist eng begrenzt durch Verfassung, Artikel 10 Absatz 2 Satz 2 in ihrem Aufgabenbereich. Sie könnte gar nicht für die Überprüfung der oder für Maßnahmen im Rahmen der Ausland-Ausland-Aufklärung genutzt werden. Und das parlamentarische Kontrollgremium natürlich gar nicht, weil dieses steht auf Seiten des Parlaments, kann also nach Gewaltenteilungsgrundsätzen auf keinen Fall für Zwecke genutzt werden, wo es ja um die Ausfüllung eines Genehmigungsvorbehaltes im Verwaltungsverlauf geht. Also das heißt, das PKGR kommt nie dafür in Betracht, einen Verwaltungsvorbehalt auszufüllen im Arbeitsablauf des Bundesnachrichtendienstes. So, in dieser Situation sich zu überlegen, ein solches unabhängiges Verwaltungsgremium zu schaffen, halte ich zumindest für vertretbar. Wenn man sich die Entscheidung zum BKA-Gesetz aus dem April durchsieht, ist dort auch fast ein Äquivalent geschaffen worden bei heimlichen Überwachungsmaßnahmen zwischen unabhängigen Verwaltungsgremien oder Gerichtsgremien. Es ist dort keine Priorität etwa für Gerichtsgremien benannt worden. Zu einigen Details der Ausgestaltung des Gremiums habe ich hier schriftlich mich geäußert. Will ich jetzt die Zeit an dieser Stelle nicht beanspruchen, bin aber gerne bereit, dort noch Ausführungen zu machen. Vielen Dank, Herr Dr. Graulich. Dann hat als nächster Herr Schindler das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich denke, es ist unstreitig, dass der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und unseres Landes einen leistungsstarken Auslandsnachrichtendienst erfordern. Bei den vielen besorgniserregenden Entwicklungen in dieser Welt kann es nur darum gehen, die Leistungsfähigkeit des Bundesnachrichtendienstes zu stärken. Und dieses Ziel ist in den beiden Gesetzentwürfen von CDU, CSU und SPD gegeben. Ich erlaube mir daher, den beiden Fraktionen hierfür Respekt und Anerkennung zu zollen, weil nach der Diskussion der letzten 3 Jahre hätte man auch ganz andere Entwürfe erwarten können. Auch gesetzliche Klarstellungen tragen zur Leistungsfähigkeit bei, weil sie die erforderliche Rechtssicherheit im Alltag bieten. Und nicht zuletzt erhöht eine effiziente parlamentarische Kontrolle die Legitimation, auch für risikoreiche Handlungen und für risikoreiche Operationen. Diese Legitimation braucht der Bundesnachrichtendienst. Und ich bin überzeugt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BND dies auch so wollen. Sie wollen nicht Angehörige einer Organisation sein, die angeblich Staat im Staate ist, die angeblich die Menschenrechte mit Füßen tritt und die angeblich nicht kontrollierbar ist. Wenn die Geheimhaltung beachtet wird, dann ist Nachrichtendienst und effiziente parlamentarische Kontrolle kein Widerspruch. Ich sehe auch in den neuen Grenzen im § 6 des Entwurfs zum Schutz von Einrichtungen der EU, zum Schutz von öffentlichen Stellen ihrer Mitgliedstaaten und zum Schutz von Unionsbürgern keinen Nachteil für den Auftrag des Bundesnachrichtendienstes, weil dies im Sinne eines Vertrauensvorschusses förderlich für zukünftige Kooperationen mit europäischen Partnern sein kann. Gleiches gilt auch für das Verbot der sogenannten Wirtschaftsspionage, was der BND bisher ohnehin nicht gemacht hat. Nicht überzeugend ist die Errichtung des sogenannten unabhängigen Gremiums. Damit wird eine weitere Parallelstruktur geschaffen, die aus meiner Sicht einer systematischen, ganzheitlichen Kontrolle eher hinderlich ist. Die Gründe, die gegen die Schaffung der Funktion eines Geheimbeauftragten sprechen, gelten gleichermaßen für das unabhängige Gremium. Überzeugender wäre daher die Zuweisung der neuen Kontrollfunktion an das PKGR selbst. Dem Einwand, dass das PKGR als parlamentarisches Gremium keine Zustimmung für exekutives Handeln ausüben darf, dem möchte ich begegnen mit Hinweis auf § 8 Absatz 2 des G10-Gesetzes. Hier und heute, bereits jetzt, ist die Zustimmung des Parlamentarischen Kontrollgremiums erforderlich für die Bestimmung von Telekommunikationsbeziehungen im Falle des § 8 G10, Entführung, Geisellagen.
Und dies ist auch geübte Staatspraxis, weil wir nahezu in jeder Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums diese Zustimmung beim PKGR erbeten haben. Ich kann nicht erkennen, dass das bislang verfassungswidrig war. Sollte aus übergeordneten Gründen eine Beauftragung des PKGR nicht in Betracht kommen, dann wäre die G10-Kommission vorzuziehen, die bereits jetzt schon andere Aufgaben als G10 hat. Ich erinnere an § 8 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Natürlich mit entsprechender Umbenennung in Kommission für G10 und Ausland-Ausland-Vermeldeaufklärung. Hierfür sprechen insbesondere Lebenssachverhalte. Am selben Zugriff werden G10-Daten und Ausland-Ausland-Daten erfasst. Dieselbe Technik, es ist ein Gerät, erfasst diese Daten. Dieselben Mitarbeiter arbeiten daran und es ist dieselbe Abteilung. Hierfür sprechen auch aber die neu beabsichtigten Regelungen in dem Gesetz zur Erweiterung der Kontrolle, nämlich dass der ständige Bevollmächtigte auch der Vorgesetzte der Beschäftigten der G10-Kommission sein soll und dass ein gesetzlich vorgeschriebener regelmäßiger Austausch der G10-Kommission mit dem PKGR stattfinden soll. All das findet sich für das Gremium nach § 16 nicht. Die Regelungen für gemeinsame Dateien mit ausländischen öffentlichen Stellen sind nachhaltig zu begrüßen, weil sie eine wichtige Lücke im nachrichtendienstlichen Alltag schließen. Die Beteiligung des Bundesnachrichtendienstes an solchen gemeinsamen Dateien setzt nach dem Entwurf eine schriftliche Vereinbarung voraus, die in der Praxis nicht immer zu erreichen sein wird. Verweigert auch nur ein vertrauenswürdiger Partner aus dem prinzipiellen Grund heraus den Formakt der Unterschrift, dann kann der Bundesnachrichtendienst sich an dieser wichtigen Kooperation nicht beteiligen und nicht etwa umgekehrt der Partner, der die Unterschrift verweigert. Praktikabler ist daher die vergleichbare Regelung im Gesetz für das Bundesamt für Verfassungsschutz in § 22c, dort bereits geltendes Recht. Als Voraussetzung ist dort vorgegeben, dass verlässlich zuzusagen ist, wobei die Form der Zusage offen bleibt. Eine solche Regelung ist international praktikabel, zum Beispiel durch Besprechungsvermerke. Und ich kann auch nicht erkennen, warum man das unterschiedlich für den BND und das Bundesamt für Verfassungsschutz regeln soll. Positiv ist auch die Regelung zu den wichtigen Verkehrsdaten. Das bringt Klarheit. Verkehrsdaten werden ja immer bedeutsamer. Die vorgesehene Speicherfrist von höchstens 6 Monaten ist jedoch zu kurz. Anschläge, abgesehen von Spontananschlägen, haben regelmäßig einen längeren Vorlauf. So zum Beispiel die Anschläge in Nizza, im Zug bei Würzburg und in Ansbach deutlich über 6 Monate. Bisweilen haben Anschläge sogar einen Vorlauf von 2 Jahren. Die retrograde Auswertung von Verkehrsdaten nach solchen Anschlägen kann Netzwerke erkennen lassen und vor allen Dingen kann mögliche Folgeanschläge verhindern. Als Lösung bietet sich nach meiner Auffassung an eine Speicherung von 2 Jahren, wobei man diesen Datenbestand aufteilt in einen aktiven und einen passiven Datenbestand. Auf den aktiven Datenbestand von etwa 1 Jahr könnte dann der Bundesnachrichtendienst ohne externe Zustimmung zugreifen. Auf den zweiten Teil, auf das zweite Jahr, müsste dann eine externe Voraussetzung geschaffen werden. Ich schlage vor, dass das das Bundeskanzleramt macht. Für die Praxis wichtig ist auch die erstmalige Regelung von Eignungsprüfungen. Ich habe allerdings Bedenken, dass die unterschiedlichen Löschungsfristen, die hier vorgesehen sind, nämlich für personenbezogene Daten bei der Eignungsprüfung für Suchbegriffe von 2 Wochen und für personenbezogene Daten bei der Eignungsprüfung für Telekommunikationsnetze von 4 Wochen, dass dies die komplexe Materie sachgerecht trifft. In der Praxis benötigt man für die Eignungsprüfung von Telekommunikationsdaten nämlich gerade Suchbegriffe und ich kann auch nicht erkennen, warum man das unterschiedlich regelt. Personenbezogene Daten sind und bleiben personenbezogene Daten, egal für welche Eignungsprüfung. Deshalb rege ich an, dort nicht zu eng zu formulieren. Letzter Punkt, das Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle. Ich sehe hierin einen Meilenstein, einen wichtigen Schritt hin zu einer aktiveren Wahrnehmung der Kontrollaufgaben des Parlaments. Der ständige Bevollmächtigte ist ein vielversprechendes Modul und ich sehe hierin eine richtungsweisende Änderung der bisherigen Praxis. Überzeugend ist auch die beabsichtigte Verzahnung mit der G10-Kommission durch den gesetzlich vorgeschriebenen Informationsaustausch und die vorgesetzten Funktionen des ständigen Bevollmächtigten. Und nicht zuletzt sehe ich in der öffentlichen Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste einen Meilenstein hin in Richtung mehr Transparenz.
Damit können Vorurteile und Misstrauen abgebaut und Vertrauen in die parlamentarische Kontrolle und in die Dienste aufgebaut werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schindler. Dann hat nun auf der anderen Seite Herr Töpfer das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Es ist zu begrüßen, dass mit den vorliegenden Gesetzentwürfen und Anträgen erste Lehren aus den Erkenntnissen des NSA-Untersuchungsausschusses gezogen werden sollen, um willkürliches und rechtswidriges Handeln deutscher Nachrichtendienste zu verhindern. Aus Sicht des Institutes besteht aber erheblicher Nachbesserungsbedarf, um den menschenrechtlichen Anforderungen an Programme strategischer Fernmeldeaufklärung und ihrer Kontrolle zu genügen. Entsprechend der Auffassung des UN-Menschenrechtsausschusses und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte spielt es keine Rolle, ob betroffene Personen sich auf deutschem Staatsgebiet oder im Ausland aufhalten. Entscheidend für die Frage, ob in das Menschenrecht auf Privatsphäre eingegriffen wird, ist die Kontrolle über die Infrastruktur, an der und mittels derer Kommunikationsdaten erhoben werden. Ich will im Folgenden auf drei Aspekte näher eingehen. Erstens die Voraussetzung der Auslandsfernmeldeaufklärung, zweitens ihre Kontrolle und drittens die Regelung zur internationalen Kooperation. Artikel 8 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention fordert für rechtmäßige Eingriffe in das Recht auf Privatsphäre nicht nur eine gesetzliche Grundlage, die es ja praktisch soll mit dem Gesetz hier geschaffen werden, und das ist auch, wie gesagt, zu begrüßen, sondern sie begrenzt diese auch auf eine abschließende Liste legitimer Zwecke. Vor diesem Hintergrund sind die Voraussetzungen für die Ausland-Auslandaufklärung des Bundesnachrichtendienstes in dem vorliegenden Gesetzentwurf deutlich zu weit gefasst. Überdies verfehlt der Entwurf das Gebot der Vorhersehbarkeit von Maßnahmen, das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte aus Artikel 8 EMRK abgeleitet hat. Aus Sicht des Institutes sollten daher die Voraussetzungen für Eingriffe des Bundesnachrichtendienstes in das Menschenrecht auf Privatsphäre sowohl im Inland als auch im Ausland auf Felder begrenzt werden, in denen sie im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 EMRK notwendig sind. Hierzu wäre es sinnvoll, sich auf die in § 6 Absatz 1 Nummer 1 genannten Gefahren für die innere und äußere Sicherheit zu beschränken und diese durch Nennung von zum Beispiel Phänomenbereifen oder Bedrohungslagen klarer zu bestimmen. Weiterhin sollten auch die Erhebung und Verarbeitung von Verkehrsdaten, und da schließe ich mich Herrn Becker an, durch eine Änderung von § 6 Absatz 6 des Entwurfs begrenzt, sowie in § 10 des Entwurfs auch Regelungen für die Übermittlung, Kennzeichnung und Löschung von Daten getroffen werden, die im Ausland erhoben werden. Zur Kontrolle. Zu den menschenrechtlichen Anforderungen an die Rechtmäßigkeit einer Kommunikationsüberwachung gehört auch, dass ein wirksamer Rechtsschutz gegen willkürliche und rechtswidrige Eingriffe gewährleistet ist. Da bei heimlichen Maßnahmen, über die Betroffene häufig auch nach ihrer Beendigung keine Kenntnis erhalten, ein individueller Rechtsschutz kaum möglich ist und ich denke, wenn es um Menschen außerhalb des Bundesgebietes geht, auch kaum praktikabel wäre, sind ersatzweise Verfahren zu etablieren, die, und ich zitiere, adäquate und gleichwertige Garantien, Zitat Ende, zum Schutz der betroffenen Rechte gewährleisten. Das ist der kompensatorische Rechtsschutz. Mit dem sogenannten unabhängigen Gremium soll ein Organ externer Aufsicht über die im Inland erfolgende Ausland-Ausland-Kommunikation des BND und seines Signal Intelligence Kooperationen geschaffen werden, das die Funktion des kompensatorischen Rechtsschutzes erfüllen könnte. In der Summe ist das Gremium jedoch wenig geeignet, die menschenrechtlichen Vorgaben an eine unabhängige und wirksame Aufsicht über nachrichtendienstliche Tätigkeiten zu erfüllen. Erstens kompensiert es den fehlenden individuellen Rechtsschutz nur für einen kleinen Teil der von der Ausland-Ausland-Aufklärung des Bundesnachrichtendienstes betroffenen Personen, namentlich für Bürgerinnen und Bürger der EU. Und dann auch nur ex post durch Stichproben. Zweitens ist mit Blick auf die Unabhängigkeit problematisch, dass mit einem Bundesanwalt auch ein Vertreter der Exekutive Mitglied des Gremiums sein soll. Und drittens ist zu bezweifeln, dass das Gremium angesichts der Komplexität moderner Signal Intelligence deren wirksame Kontrolle gewährleisten kann. Ihm fehlen die notwendigen Befugnisse und Ressourcen. Angesichts der richtigen Ansätze in den Gesetzentwürfen und den Anträgen zur Reform der parlamentarischen Kontrolle, eine Zersplitterung oder einer Zersplitterung der Kontrollarchitektur entgegenzuwirken, überrascht es, dass zugleich das unabhängige Gremium als weitere unverbunden neben den anderen Kontrollinstanz stehende Institutionen geschaffen werden soll. Statt einer weiteren Fragmentierung der Kontrolle der Nachrichtendienste wäre eine grundlegende Revision der Kontrollarchitektur und eine Bündelung von Aufgaben sinnvoll. Grundsätzlich ist bei einer Reform der parlamentarischen Kontrolle dabei allerdings zu bedenken, dass die parlamentarische Kontrolle die Kompensation des fehlenden individuellen Rechtsschutzes gegenüber nachrichtlichen dienstlichen Maßnahmen durch die quasi gerichtlichen Kontrollinstanzen nicht ersetzen kann. Bei einer Stärkung der parlamentarischen Kontrolle ist daher unbedingt,
darauf zu achten, dass die Gremien und Behörden mit Rechtsschutzfunktion nicht geschwächt werden. Vielmehr sollte sichergestellt werden, dass sowohl die G10-Kommission als auch die Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit mit ausreichend Befugnissen und Ressourcen ausgestattet sind und ihre praktische Unabhängigkeit gewährleistet ist. Zum dritten Punkt der internationalen Kooperation. Problematisch sind aus unserer Sicht auch die Pläne zur Verrechtlichung von Kooperationen des Bundesnachrichtendienstes mit ausländischen Partnerdiensten, auch trotz der grundsätzlich positiven Rechtsstaatlichkeitsklauseln, die vorgesehen sind. Internationale Menschenrechtsgremien haben in den letzten Jahren wiederholt auf die Notwendigkeit einer robusten Kontrolle internationaler Kooperation von Nachrichtendiensten hingewiesen. Bei den Signal Intelligence Kooperationen bliebe die Kontrolle allerdings im Wesentlichen würde den bekanntermaßen unzuverlässigen Maschinen überlassen. Und die Kooperation mittels gemeinsamer Dateien würde sich nach den Plänen des Gesetzentwurfs insbesondere dann einer Kontrolle entziehen, wenn diese bei den ausländischen Partnerdiensten geführt würden. Vor diesem Hintergrund ist die Absicht des Gesetzentwurfs der Koalition, dem Kontrollgremium das Recht einzuräumen, Konsultationsverhandlungen der Bundesregierung mit den ausländischen Partnern über die Freigabe von Informationen zu erzwingen, ein Fortschritt. Der menschenrechtlichen Verpflichtung zur wirksamen Kontrolle über Nachrichtendienste genügt sie jedoch nicht. Vielmehr müsste eine restriktive Auslegung der Third-Party-Rule gewährleistet sein. Und damit ende ich und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und stehe für Nachfragen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Tüpfer. Dann haben Sie, Herr Dr. Witzling, das Wort. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Innenausschusses, auch ich bedanke mich für die Einladung für diese Anhörung. Das Kerngeschäft des Bundesnachrichtendienst, die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung, ist jahrelang an Bundestag und Öffentlichkeit vorbeigegangen. Die massenhafte Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten aus dem Kerngeschäft sowie die Weitergabe dieser Daten an Dritte wurde jahrelang keiner unabhängigen Prüfung zugezogen. Parlamentarisches Kontrollgremium, G10-Kommission, Bundesdatenschutzbeauftragte blieben lange außen vor. Fraktionsübergreifend gab es dann im Herbst wohl einen Konsens, dass Defizite abzustellen sind, eine verfassungskonforme Rechtsgrundlage fürs Kerngeschäft geschaffen werden soll, die Datenerfassung fürs EU-Inland zu begrenzen sei und die Kontrolle zu professionalisieren sei. Jetzt beraten Sie ein Reformpaket, das dem BND Rechtssicherheit gibt, das Bundeskanzleramt klarer in die Verantwortung nimmt und für Kooperation mit ausländischen Nachrichtendiensten mehr Vorgaben enthält als Nachrichtendienstgesetze anderer Länder. Das ist zu begrüßen. Reicht die Reform als Fundament für einen leistungsfähigen, rechtsstaatlich eingehegten und wirksam kontrollierten Bundesnachrichtendienst? Ich würde die Reform an Ihrer Stelle so nicht verabschieden, weil die Kontrolle des BND darin zu schwach ausfällt. Die Gefahr besteht, dass der BND weiterhin ein Eigenleben führt und Fehler mit erheblichen diplomatischen und strategischen Flurschaden passieren können. Ein Problem, das den Bundestag bald wieder direkt betreffen könnte. Die Kontrolle des BND, so wie sie jetzt in der Reform vorgesehen ist, ist aus folgenden Gründen zu schwach. Erstens, Fragmentierung. Die Reform nimmt die Fragmentierung der Kontrolllandschaft mit unterschiedlichen Dienststellen in Berlin und Karlsruhe in Kauf. Zweitens, unzureichende Kontrollbefugnis des unabhängigen Gremiums. Ist dies deutlich zu wenig und kann die bekannten Defizite nicht beheben? Drittens, die fehlende Evaluation der Wirksamkeit. Weder den Kontrolleuren noch der Öffentlichkeit gegenüber ist vorgesehen, einen klaren Beweis für die Wirksamkeit der Maßnahmen des zweiten Abschnitts des BND-Gesetzentwurfs zu erbringen. In Bezug auf das unabhängige Gremium will ich zwei Punkte näher aufgreifen. Die Ausweitung des Kontrollmandats und die Stimme der Betroffenen. Zum Kontrollmandat. Alle von der Exekutive beantragten Maßnahmen sollten meiner Meinung nach wirksam juristisch auf Zulässigkeit und Verhältnismäßigkeit geprüft werden können. Antragskriterien sollten inhaltlich nicht so stark abgesenkt sein, dass de facto kaum noch Spielraum für die juristische Kontrolle bleibt. Allerdings ist klar, dass in der Praxis nicht alle Überwachungsmaßnahmen der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung minutiös angeordnet und einem langwierigen Genehmigungs- und Prüfungsverfahren unterzogen werden können.
Umso wichtiger erscheint es mir daher, dass die Dienste regelmäßig mit einer unabhängigen juristischen Prüfung der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung rechnen müssen. Um dies in der Praxis zu ermöglichen, sollte die Reform weitergehende Kontrollbefugnis für das unabhängige Gremium aufhören. Die Kontrollbefugnis sollte sich dafür auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der nach Abschnitt 2 dieses Gesetzes erlangten personenbezogenen Daten erstrecken. Den Mitgliedern und Mitarbeitern sollte jederzeit der Zutritt in alle Diensträume des BNDs zu gewähren sein. Und die Mitglieder sollten Einsicht in alle Unterlagen und Daten bekommen, die im Zusammenhang mit Maßnahmen des Abschnitts 2 des BND-Gesetzentwurfs stehen. Dazu zählen auch die Suchbegriffe und die Filterprogramme und die gespeicherten Daten. Ohne Kenntnis der Einspeisung von Suchbegriffen kann das unabhängige Gremium nicht wirksam die Zulässigkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahmen prüfen. Letztens die Perspektive der Betroffenen. Aus Gesprächen mit Mitgliedern der G10-Kommission auf Bundes-, aber auch auf Landesebene weiß ich, dass die Perspektive der Betroffenen in den Beratungen dieser Gremium selten eine Rolle spielt. Statistiken aus dem Pfizer-Gericht in den USA zeigen beispielsweise, dass über eine ganze Dekade tausende Anordnungen verfasst wurden und nur 8 zurückgezogen worden sind. Und ich denke nicht, dass Sicherheit und Sichtkontrolle gegenseitig ausschließen. Und daher wäre es für mich ein Vorschlag, den man machen könnte, dass man die Exekutivlastigkeit im unabhängigen Gremium ein wenig dadurch ausgleicht, dass neben der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes, der naturgemäß geschult ist, die Sicht der Exekutive auch zu vertreten, ein Anwalt der Betroffenen als eine wichtige Stimme dem gegenübergestellt wird. Zusammenfassend denke ich, werden mit der Reform einige wichtige Baustellen adressiert. Aber um die Wirksamkeit der Kontrolle der SIGINT-Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes umfassend zu stärken, bedarf es meiner Ansicht nach einer Ausweitung der Kontrollbefugnisse des unabhängigen Gremiums. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Herr Dr. Wetzling. Und last but not least, Herr Professor Wolf. Herr Vorsitzender, haben Sie ganz herzlichen Dank. Den letzten von 6 Sachverständigen beißen die Hunde, es sei denn, er heißt Wolf. Ich möchte mich ganz herzlich für die Gelegenheit bedanken, zu dieser spannenden Materie sprechen zu können. Bei meiner mündlichen Stellungnahme würde ich mich gerne auf ein paar grundsätzliche Dinge beschränken, und zwar zu 3 Punkten sprechen, der Neuregelung der Auslandfernmeldebeschränkung, den gemeinsamen Datei und der Reform der parlamentarischen Kontrolle. Erstens die Neuregelung zur Fernmeldeaufklärung des BND. Hierzu ist zu sagen, erstens, es ist richtig klasse, dass es nur eine gesetzliche Regelung gibt. Hut ab, da können die anderen Länder sich eine Scheibe von abschneiden. Das ist erstmal nachzumachen. Zweitens, es fehlt eine Regelung zur reinen Auslandaufklärung, also ohne Tätigwerden auf deutschem Boden. Eine solche Regelung wäre kein Hexenwerk. Ich habe einen guten Vorschlag in der schriftlichen Stellungnahme verfasst. Der ist nun wirklich nicht neu, den mache ich seit vielen Jahren. Es wäre schön, wenn er mal gelesen würde. Drittens, die Eingriffsvoraussetzungen sind je nach Betroffenen gestuft. Das erscheint ausgesprochen vernünftig. Viertens, die materiellen und verfahrensrechtlichen Schutzstandards sind im Vergleich zu G10 erheblich abgesenkt. Das ist nachvollziehbar, verfassungsprozessual nicht ohne Risiko, aber nicht verantwortungslos. Viertens, der Gesetzentwurf zitiert nicht Artikel 10 Grundgesetz im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Das ist in meinen Augen verfassungsprozessualer Suizid. Fünftens, die Regelung ist systematisch unglücklich. Die Regelung ist handwerklich nicht wirklich gut. So ist beispielsweise die zentrale Bestimmung, dass die Anordnung vom Bundeskanzleramt erlassen wird, nicht ausdrücklich niedergelegt. Man findet sie nur, wenn man sein Gehirn einschaltet. Die Schaffung des unabhängigen Gremiums war für mich eine wirkliche Überraschung. Es stellen sich verschiedene Fragen. Warum ein neues Gremium? Wir haben wahrlich genug Gremium, der Zugriff auf die G10-Kommission wäre möglich. Weshalb eine Trennung zu dem Verfahren nach § 5 G10? Sachlich liegen beide Beschränkungsmaßnahmen eng beieinander. Für die Kontrolle bedarf es außenpolitischen, kriminalistischen, technischen und juristischen Sachverstand. Die Richter am BGH sind klug. Ob das alleine reicht, weiß ich nicht. Der Knüller ist die Bestellung.
Die Bundesregierung sucht sich ihre Kontrolleure selbst aus. Netter Versuch. Das können Sie so nicht lassen. Die Bestellung muss sich mit parlamentarischer Beteiligung vollziehen. Zweitens, die gemeinsamen Dateien mit ausländischen Stellen. Dazu ist zu sagen, erstens, der BND darf Daten einstellen, wenn er sie an alle beteiligten Stellen übermitteln dürfte. Dagegen ist nichts einzuwenden. Zweitens, das Bundesverfassungsgericht hat vor 5 Monaten genau für die hier relevante Situation die gesetzliche Verankerung von Kontrollmechanismen verlangt. Das verschläft der Entwurf vollständig. Ein bisschen peinlich ist es schon. Drittens, das Gericht hat in einem obiter dictum angemahnt, sicherzustellen, dass die Gewinnung der eingestellten Daten und deren Verwendung durch andere Staaten nicht rechtsstaatlichen Grundsätzen widersprechen darf. Das verschläft der Entwurf wiederum nicht, sondern sieht es in § 26 Absatz 2 Nummer 2 vor. Stellt der BND von einem Terroristen die Handynummer in die Datei, darf die USA diese Nummer nicht dazu nutzen, um eine tödliche Drohne loszusenden. Was allerdings gelten soll, wenn es trotzdem passiert, bleibt offen. Ich würde hier eine ergänzende Regelung anregen. Sie ist in der schriftlichen Stellungnahme enthalten. Drittens, die Regelung der parlamentarischen Kontrolle. Die Reformvorschläge der Bundestagsdrucksache 19/1840 berücksichtigt die Besonderheit der parlamentarischen Kontrollgremiums besser als die meisten im politischen Raum diskutierten Änderungsvorschläge. Die gegenwärtige gesetzliche Regelung zur Bestellung des parlamentarischen Kontrollgremiums missachtet parlamentarische Grundsätze, da die Benennungswünsche der Fraktionen missachtet werden können und Fraktionen ausgesperrt werden können. Gerechtfertigt ist dies, weil auf diese Weise eine höhere Vertraulichkeit garantiert wird. Das Gremium ist gefragt, wenn es wirklich geheim wird. Sonst aber nicht. Flächendeckend darf das Gremium nicht das Hauptorgan der Kontrolle der Nachrichtendienste werden. Sollte in Zukunft, was ja nicht undenkbar ist, eine im Bundestag vertretene Fraktion nicht im parlamentarischen Kontrollgremium vertreten sein, wäre die mündliche Tagung gemäß § 10 Absatz 3 in der vorgesehenen Form in meinen Augen verfassungswidrig. Damit kommen Sie nicht durch. Viertens, die Rechtsstellung des ständigen Beauftragten, ich habe einen eigenen Timer, ständigen Beauftragten wird der der anderen Beauftragten wie etwa der BFDI angepasst, obwohl der ständige Beauftragte Weisungen vom Gremium unterworfen ist. Das passt nicht. Eine Beschränkung der Wiederwahl ist deswegen zum Beispiel aus meinen Gründen, aus meiner Sicht, unnötig. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Wolf. Vielen Dank an die Herren Sachverständigen für die kompakte und bisweilen pointierte Darstellung. Wir kämen zur ersten Runde der Berichterstatterrunde. Von der Fraktion der CDU-CSU gebe ich Herrn Kollegen Binninger das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank an die Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. Freut uns natürlich, dass alle zumindest ein bisschen auch was alle wirklich ausnahmslos ja auch Positives enthalten haben, uns gelobt haben. Die Kritikpunkte nehmen wir sehr ernst, aber ich will auch deutlich machen, was, glaube ich, Herr Graulich gesagt hat. Absolute rechtliche Gewissheiten gibt es bei Dingen, die wir hier regeln, eben nicht. Und wir haben uns auch eine ganze Reihe von Gedanken gemacht, die ich jetzt aber nicht ausführen will, zum Thema unabhängiges Gremium oder wie weit geht Artikel 10. Aber am Ende kann, glaube ich, niemand für sich in Anspruch nehmen, er weiß schon vorher, was am Ende dann vielleicht dabei rauskommen wird. Ich habe ein paar Fragen an die Herren Schindler, Graulich, Wolf und Herrn Becker. Herr Graulich, wenn Sie uns noch mal vielleicht einen Hinweis geben, bei dem unabhängigen Gremium habe ich jetzt, wenn ich in die Runde schaue, alle Varianten gehört, von PKGR soll es machen, PKGR soll es auf keinen Fall machen, G10-Kommission könnte man erweitern, könnte es dann auch machen, oder soll es überhaupt irgendjemand anders machen, nur nicht dieses Gremium. Das war so ein bisschen die Botschaft, damit kommen wir aber auch nicht weiter. Ja, deshalb wäre noch mal für mich wichtig, Herr Graulich, könnten Sie uns noch mal skizzieren, wie, jetzt will ich es mal so formulieren, die anordnende oder genehmigende Stelle für diese Auslandsüberwachung denn aussehen könnte, personell besetzt, was da rein müsste an Sachverstand und wo man sie organisatorisch überhaupt anbinden könnte, was macht denn da Sinn?
Dann eine Frage an Herrn Graulich und Herrn Wolf. Ich bin im Vorfeld der Gesetzesberatung, jetzt auch der Anhörung, ein paar Mal konfrontiert gewesen, auch mit NGOs und anderen. Da wurde die Sorge geäußert mit diesem Gesetz, dass wir nach unserer Auffassung dem BND einen klaren Rechtsrahmen geben für seine Aufgabe, nicht etwa etwas uferlos verbreitern, dass man Sorge hat, die Pressefreiheit könnte dadurch massiv tangiert sein. Und es ging sogar so weit, dass manche sagen, wir bräuchten da einen separaten Schutz im Gesetz für Journalisten, damit die irgendwie ausgenommen sind, falls sie versehentlich oder warum auch immer in so eine Maßnahme geraten könnte. Wie sowas praktisch dann gehen soll, konnte mir aber am Ende niemand erklären, weil man ja zum Beispiel bei einer Handynummer, die man nicht kennt, es ihr im Zweifel auch nicht ansehen kann, wer damit telefoniert. Und der Gesprächspartner eines Selektors ist zunächst mal nicht erkennbar, egal wer er ist. Aber vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen. Herr Wolf, Sie hatten gesagt, wir unterscheiden übrigens immer bei uns, aber das muss sich niemand zu eigen machen, wir haben immer gesprochen von Ausland-Ausland-Überwachung, die vom Inland aus durchgeführt wird, an einem Knoten oder BND oder wo auch immer, und der Auslands-Auslandsüberwachung, die im Ausland durchgeführt wird, als Teil einer Kooperation. Und da hatte ich Sie so verstanden, dass dazu das Gesetz gar nichts enthält. Wir waren eigentlich der Auffassung, dass wir mit dem Paragraph 7 und dem Verweis auf den 6 ans Maximum dessen gegangen sind, was man überhaupt noch gesetzlich regeln kann, um nicht gleichzeitig die Kooperation des BND mit Partnern unmöglich zu machen. Und Herr Schindler, vielleicht könnten Sie uns noch mal sagen, ob der Paragraph 7 solche Kooperationen eher erschwert oder wo Sie sagen, das kriegen wir noch mit unserem Partner hin. Oder wenn es mehr wäre, würden die sagen, ist nett, dass ihr so ein Gesetz habt, aber bei uns gilt ein anderes, wir machen das alleine. Das wäre ja die Konsequenz. Und die letzte Frage an Herrn Becker in dem Zusammenhang, genau diesen Fall. Mir konnte bisher niemand erklären, für den Auslandsüberwachung, die im Ausland stattfindet, als Teil einer technischen Kooperation mit einem Partnerdienst, wie man dort ernsthaft sagen kann und auch es gut begründen kann, hier gilt aber unser Grundgesetz. Weil der Partner als erstes sagen würde, nein, hier gilt unsere Verfassung, wenn überhaupt. Wir sind hier auf fremdem Boden. Und wir deshalb ja gesagt haben, für die rein technische Zusammenarbeit und das Ausleiten von Daten können wir gesetzlich nichts regeln, aber in dem Moment, wo der BND mit diesen Daten im Inland arbeitet, da sehen wir eine Regelung vor und deshalb ja auch der Paragraph 7. Also wenn Sie mir noch mal sagen können, ob für diesen Fall Ausland, Ausland im Ausland nach Ihrer Auffassung auch unsere Verfassung gilt und was man dann mit den Verfassungen der Nation, dem Rest der Welt machen muss, in diesem Moment wäre ich Ihnen dankbar. Vielen Dank, Herr Kollege Binninger. Zur Geschäftsordnung. Herr Vorsitz, geht vor. Wenn ich ganz kurz darf, Herr Vorsitzender, würde ich Sie bitten, vielleicht können wir uns darauf verständigen, so sehr ich die vielen und interessanten Fragen des Kollegen Binninger schätze, dass wir tatsächlich zwei Fragen jeder stellen, dass wir möglichst viele Runden drehen können, denn die Zeit ist knapp genug bemessen und das wäre toll, wenn wir uns darauf verständigen können. Ich würde das gerne so aufnehmen, dass wir uns alle um Disziplin bemühen und das aufnehmen, dann klappt das auch. Bisher ist es uns immer gelungen, Herr Kollege von Notz, die so durchzuführen, dass das funktioniert hat. Herr Kollege Dr. Hahn. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mit Sicherheit auch mehr als zwei oder drei Fragen. Ich hoffe, dass wir dann aber noch dazu kommen im weiteren Verfahren. Ich möchte mich zunächst für die Fraktion Die Linke auch bei den Sachverständigen bedanken, sowohl für die schriftlichen Gutachten als für das, was jetzt hier mündlich ausgeführt wurde. Meine Fragen werden sich vor allen Dingen beziehen auf den BND-Gesetzentwurf, der ja am stärksten in der öffentlichen Diskussion auch ist. Da haben wir ja die Situation, dass der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtes, Herr Professor Papier, ihn klar für verfassungswidrig erklärt hat. Der stellvertretende Vorsitzende der G10-Kommission hat sich dem angeschlossen. Wir haben die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages, der in die gleiche Richtung geht. Heute haben wir auch wieder etwas dazu gehört. Insofern ist es wohl klar, dass wir uns als Ausschuss mit diesem Gesetzentwurf insbesondere befassen müssen. Herr Professor Becker hat ja vorhin seine Position auch gesagt. Wenn ich das mal, was ich gehört habe, bevor ich jetzt zu den beiden Fragen komme, mal zusammenfasse, wie sich das für mich darstellt, dann habe ich gehört, es ist gut und mutig, dass es jetzt einen solchen Gesetzentwurf gibt. Im Detail
Und egal, welchen Punkt man dort rausgreift, ist aber alles im Detail fragwürdig, rechtswidrig bis hin zu klar verfassungswidrig. Jeder hat andere Punkte aufgeführt, die so nicht funktionieren. Das ist natürlich ein Punkt, den dieser Ausschuss, finde ich, sehr ernst nehmen muss. Dann möchte ich zunächst an Herrn Graulich und auch an Herrn Wolf die erste Frage stellen. Die Bewertung aus menschenrechtlicher Sicht, haben wir ja vorhin auch gehört von Herrn Töpfer, ist ja relativ klar. Sobald der BND im Ausland Daten abgreift und damit offensichtlich Kontrolle über die entsprechenden Telekommunikationsnetze ausübt, ist er an die Verpflichtung zur Privatsphäre gebunden. Sie haben sich in den verschiedenen Stellungnahmen auf die Prüfung nach Artikel 10 oder von Artikel 10 Grundgesetz beschränkt, aber das immer merkwürdig offen gelassen, ob er denn nun gilt oder ob er nicht gilt. Aber meine Frage richtet sich nochmal nach etwas anderem. Wie ist es denn oder wie steht es denn um die Verbindlichkeit und Anwendbarkeit von völkerrechtlichen Verpflichtungen, die die Bundesrepublik eingegangen ist, also gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zivilpakt bei der Arbeit des BND im Ausland? Wie weit reicht die Bindung dieser Dinge bei diesem Gesetz? Oder sind das irgendwelche Absichtserklärungen, die dann aber bei Artikel 10 irgendwie nochmal relativiert sind? Also dieses Verhältnis würde mich nochmal interessieren. Und die zweite Frage geht dann auch an Herrn Graulich. Sie haben sich heute nochmal etwas vorsichtiger formuliert, aber in Ihrer Stellungnahme klingt es fast so, als könne die Frage nach der Geltung des Artikel 10 Grundgesetz bei der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung des BND nur vom Bundesverfassungsgericht geklärt werden, letztlich. Frage ich mal etwas zugespitzt. Interpretiere ich das richtig, Ihre Äußerung als Aufruf an uns Abgeordnete, also gemeinsam Koalition und Opposition doch mit einer Normenkontrollklage uns an das Verfassungsgericht zu wenden, sollte das denn so beschlossen werden, um prüfen zu lassen, ob welche Regelung dann nun gilt, weil aufgrund der gegenwärtigen Situation würde das Gesetz so beschlossen, greift dann eine möglicherweise verfassungswidrige Regelung, weil die Opposition kein Normenkontrollklagerecht hat. Also man versucht möglicherweise, etwas schwer verfassungsrechtlich Bedenkliches in Kraft zu setzen, und zwar, weil man weiß, dass es keine Möglichkeit gibt, eine Normenkontrolle durchführen zu lassen. Vielleicht soweit die ersten Fragen. Vielen Dank, Herr Dr. Hahn. Die SPD-Fraktion. Frau Kollegin Högel. Ich fange an. Herzlichen Dank. Und auch von mir herzlichen Dank an Sie, Herren Sachverständige, für die wichtigen Hinweise. Wir haben ja gesagt, wir sind diszipliniert. Deswegen konzentriere ich mich auf das Thema unabhängiges Gremium. Herr Professor Wolf hat ja schon viel dazu ausgeführt. Deswegen würde ich noch mal Herrn Dr. Graulich und Herrn Schindler bitten, dazu Stellung zu nehmen. Und zwar gebe ich ganz offen zu, dass ich mich durchaus freue, wenn es Kritik an diesem unabhängigen Gremium gibt. Denn wir haben von Anfang an die Auffassung vertreten, dass es optimal und auch sachlich richtig beim G10-Gremium liegt, diese Kontrolle vorzunehmen. Aber nun haben wir uns für das unabhängige Gremium entschieden. Nun gibt es aber noch zwei kritische Punkte, die auch bereits angesprochen worden sind. Das eine ist die Bestellung der Mitglieder. Und das andere ist das Thema der Geschäftsstelle. Vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber doch ganz wichtig, wenn man dieses unabhängige Gremium richtig ansiedeln will. Herr Dr. Graulich, Sie haben gesagt, Sie könnten noch ein bisschen mehr ausführen über das hinaus, was Sie eben schon gesagt haben. Sie stellen ja auch die Frage, wie muss man dieses unabhängige Gremium überhaupt bei den drei Gewalten, wo muss man es überhaupt ansiedeln, wie ist es zu charakterisieren? Und deswegen wäre ich sehr dankbar, wenn Sie noch mal ein paar Hinweise uns geben würden, was wir verbessern können, um das unabhängige Gremium optimal auszugestalten. Und damit zusammenhängt natürlich auch die Ansiedlung. Und Herr Schindler, ich würde Sie bitten, vielleicht auch da aus vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, Sie haben sich ja auch etwas kritisch geäußert, was dieses Gremium angeht, auch noch mal Stellung zu nehmen. Vielen Dank, Frau Kollegin Högel. Herr Kollege von Notz. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Herren Sachverständigen, für Ihre interessanten Einschätzungen. Zwei Fragen. Die erste an Herrn Professor Becker, ob es nicht im Hinblick der Sache nach, über was wir hier überhaupt reden, gerade im Hinblick auf die Metadaten, nicht eigentlich um eine Sache der Rasterverhandlung mitsamt der einschlägigen Rechtsprechung geht. Die eingebaute Vorratsdatenspeicherung haben Sie angesprochen. Und wie ist es verfassungsrechtlich eigentlich dann zu bewerten, dass hier immer von der behaupteten Zielsetzung strategisch zu sprechen ist, und dass der Gesetzentwurf versucht das ja auch. Der zweite Punkt geht an alle Sachverständigen, weil das vor dem Hintergrund unseres Untersuchungsausschusses mich brennend interessiert. Die Frage, bitte? Ja, aber das dauert schön kurz, Clemens.
Und zwar, also es kann ja jeder, der sich berufen fühlt, klären, wie eigentlich die tatsächliche Trennung von Ausland zu Ausland und G10 technisch funktionieren soll. Ja, wie macht man es an dem Datum fest? Das setzt ja voraus, dieses Bild, dass man das trennen kann, was man von der Glasfaser runtersaugt, setzt ja voraus, dass man erkennt an dem Metadatum, welche Nationalität die Kommunizierenden haben. Und jetzt wissen wir, ein paar Sachen kann man es feststellen an der Telefonnummer, wenn das eine 49 vorne hat. Aber bei Messenger-Diensten, bei ganz, ganz vielen Daten, bei deutschen Grundrechtsträgern, die im Ausland sind, die mit einer amerikanischen Handynummer oder meinetwegen auch mit einer afghanischen Handynummer oder mit einer österreichischen Handynummer telefonieren, da sehe ich das überhaupt nicht. Ja, ist das ein Deutscher, ist das ein Österreicher? Wie funktioniert es technisch? Ja, dieses Konstrukt. Und wenn das sozusagen eine Frage ist, die Juristen ungern beantworten, dann die Frage, wie müssten unsere Anforderungen sein an die Kontrolle einer solchen Technik, dass man sagen kann, hier wird tatsächlich zwischen Grundrechtsträgern und Ausland zu Ausland getrennt. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege von Notz. Sie haben in der Tat nur um die Limitierung der Fragen, nicht um die Limitierung der Antworten gebeten. Insofern ist das natürlich folgerichtig. Damit nicht den Letzten die Hunde beißen, beginnen wir diesmal umgekehrt mit Ihnen, Herr Professor Wolf. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Wenn ich das richtig gesehen habe, folgende Fragen an mich. Habe ich nicht die Vorschrift § 7 im Entwurf übersehen mit dem Ausland? Na klar, die habe ich in gewisser Form rhetorisch übersehen, völlig richtig. Der Vorwurf geht voll an mich. Als ich meinte, Ausland, BND, im Ausland tätig, betroffen nur Ausländer, meinte ich in der Tat auch nicht nur die Fernmeldeaufklärung. Es soll ja auch der Fall denkbar sein, dass Menschen rumlaufen und andere Menschen observieren oder sonstige Dinge machen, vielleicht auch ohne Kooperation. Auch sowas soll es ja geben. Und dafür war meine Regelung gedacht. Sie sehen, der Paragraph 7 ist eine gute Regelung, die wird dadurch nicht betroffen. Das war Unvollständigkeit meiner Darstellung. Das Zweite, wie ist es mit der Presse? Das ist ja nun ein altes Problem, also dadurch wird es nicht besser, aber das ist ein altes Problem, das ja auch bei der strategischen Fernmeldekontrolle zu Paragraph 5 G10 schon immer eine Rolle spielt. Das Verfassungsgericht hat sich dazu ja nur ausdrücklich geäußert im Verfahren zu G10. Sie haben gesagt, wir brauchen für die Presse aus Artikel 5 einen höheren Schutz. Wir brauchen dafür keine ausdrücklichen gesetzlichen Vorschriften. Es reicht, dass wir den höheren Presseschutz im Vollzug ergänzen. Wenn das schon bei § 5 G10 gilt, dann gilt es erst recht bei den Sachen, die wir haben. Das verbietet Ihnen natürlich nicht, eine besondere Regelung reinzunehmen. Ich wüsste aber nicht, wie die anders aussehen sollte als eine Vorschrift. Wenn du erkennst, dass Presse betroffen ist, sei besonders vorsichtig. Das braucht man eigentlich nicht wirklich. Das kann man unmittelbar aus der Verfassung ablesen. So, das Erste. Dann die Bewertung aus menschenrechtlicher Sicht. Erstens sei nicht sehr deutlich gewesen, ob ich denn nun eigentlich der Auffassung sei, wenn der BND Fernmeldeverkehr Ausland vom deutschen Boden aus eingreift, ob Artikel 10 greift oder nicht. Ich dachte, ich hätte schon geschrieben, ich bin der Meinung, Artikel 10 greift. Artikel 10 ist, deswegen meine ich ja auch, Sie sollten ihn zitieren, sonst wäre es kein verfassungsprozessualer Suizid. Ich bin allerdings der Meinung, dass der Schutzstandard anders ist, als wenn Inländer betroffen sind, weil es eine andere Situation gibt. Das gibt, kann man verschieden begründen. Das habe ich versucht darzustellen in meiner schriftlichen Stellungnahme. Ich bin nicht der Auffassung, dass die gegenwärtigen Regelungen mit Artikel 10 offensichtlich unvereinbar sind. Dass das Verfassungsgericht, was das Verfassungsgericht daraus macht, das ist offen. Ich glaube nicht, dass wenn das Verfassungsgericht den Entwurf in die Hände bekommt, der ungeschoren wieder rauskommt. Das glaube ich nicht. Beim BKA-Gesetz haben sie Heerscharen von Juristen dran gesetzt, um einen Entwurf hinzukriegen, der beim Bundesverfassungsgericht ungeschoren rauskommt. Und die Latte dessen, was sie gefunden haben, ist unendlich. Das Verfassungsgericht wird auf jeden Fall was finden. Dafür sollten Sie keine Angst haben. Sie sollten die Regelung machen, die Sie für vernünftig halten, und das danach bessern, was das Verfassungsgericht ergänzt. Die Frage zur EMRK und den internationalen Pakten, die ist verfassungsrechtlich bei unserer nationalen Borniertheit relativ einfach. Die EMRK und die Pakte wirken ein in die Auslegung der Grundrechte, der nationalen Grundrechte. Sofern sie nicht einwirken, sind sie für den Gesetzgeber irrelevant, weil der Gesetzgeber nämlich sich auf der gleichen Ebene bewirkt wie die EMRK. Die EMRK hat bei deutscher Tradition, viele Länder sehen das anders, im letzten Endes nur die Ebene eines formalen Gesetzes. Und wenn Sie jetzt auch ein formales Gesetz machen, was später ist als die EMRK, könnte es sein, dass Sie sich EMRK-widrig verhalten und ganz böse verklagt werden vor dem EGMR. Aber es ändert nichts an der Gültigkeit Ihrer gesetzlichen Grundlage.
Die letzte Frage, wie ist es mit dem technischen Trennung? Das ist eine schöne Frage. Es ist völlig eindeutig, dass es Situationen gibt, mit keiner Technik erkannt werden kann, dass ein Deutscher im Ausland betroffen ist. Es kann, wenn ein Deutscher mit afghanischer Nummer in afghanischer Landessprache von Afghanistan nach Afghanistan telefoniert, dann haben Sie große Probleme zu erkennen, dass da ein Inländer betroffen ist. Das war aber meines Wissens schon immer bekannt. Das wusste jeder. Das wussten die Verfassungsrichter, das wussten die Gesetze, die diese Regeln gemacht haben. Und das BND muss sich bemühen, das zu erkennen. Sobald das erkennt, muss das bis wie G10 behandeln. Bis er es nicht erkannt, darf er es nicht nach G10 behandeln. Das war immer die mitgedachte Grundlage von der gesetzlichen Grundlage. Die hat eine gewisse Unvollkommenheit. Vielen Dank, Herr Professor Wolf. Herr Dr. Wetzling, wenn Sie möchten. Ich eine Frage vielleicht, und ich mich so halb berufen fühle zu antworten. Die Frage, wie kann man das überhaupt, welche Anforderungen kann man an die Technik stellen, damit man diese Filterung sauber hinbekommt, dass man nicht vier verschiedene Datenregime hat und wo man weiß, dass Paragraph 6 des Entwurfs des BND-Gesetzes vielleicht so technisch sauber gar nicht durchführbar ist. Da denke ich, ist vielleicht der Blick nach England ganz, ganz hilfreich. Dort wird über Empfehlungen nachgedacht, wie man also dieses technische Sachverständnis in solche Gremien reinbringen kann und dass man dort wirklich auch noch mehr Stellen dafür schafft. Aber das ist wirklich auch nicht viel. Vielen Dank. Herr Töpfer. Vielen Dank. Zu zwei Punkten. Nochmal vielleicht an Herrn Wolf anknüpfend die Frage, welche Relevanz haben die menschenrechtlichen Vorgaben? Sie sind Auslegungshilfe, ne? Die völkerrechtsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes, die vom Verfassungsgericht angemahnt wird. Da kann sie also helfen. Insofern kann vielleicht auch die Frage, wie hat das Recht auf, oder praktisch unter welchen Voraussetzungen sind Eingriffe in das Menschenrecht auf Privatsphäre zulässig, vielleicht hilfreich für das Verständnis und die Diskussion über den Geltungsbereich von Artikel 10. Zweiter Punkt, Schutz von Journalisten. Frage war zwar nicht an mich gerichtet, will trotzdem kurz was zu sagen. Der IGMR hat in dem Fall Weber-Saravia gegen Deutschland eindeutig auch bejaht, dass es sich um einen Eingriff, also auch eine strategische Überwachung, einen Eingriff in das Recht auf freie Meinungsäußerung handeln kann. Die Frage ist, wie geht man damit um? Also sind Verfahrensgarantien zu schaffen? Sind Verwertungsverbote irgendwie zu formulieren? Es ist sicher schwer, bei der, sag ich mal, Berufsgruppe der Journalisten lässt sich das schwer abgrenzen. Aber was ich mir vorstellen könnte, wäre beispielsweise, dass man anknüpft an die Regelung, die es im Paragraphen 11 zum Kernbereichsschutz gibt, dass man eine ähnliche Regelung für Journalisten trifft. Also dass man sagt, wenn von vornherein klar ist, dass sich die Überwachung gegen Redaktion einer Zeitung richten soll, dann hat man die Finger davon zu lassen. Und wenn man es im Nachhinein feststellt, dass da wirklich ausdrücklich Journalisten betroffen waren, dass man dann das dann Verwertungsverbote zu gelten haben. Vielen Dank, Herr Töpfer. Herr Schindler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Binninger hat gefragt, ob § 7 Kooperation hinderlich ist. Ich bin der festen Überzeugung, nein. Der § 7 beschreibt ja, dass die Auslandsdaten sowie Inlandsdaten unter das Datenschutzregime fallen, behandelt werden. Und das ist gängige Praxis jetzt schon. Und wir hatten da noch keine Probleme im Bundesnachrichtendienst mit ausländischen Kooperationen. Und ich bin eigentlich sicher, dass der § 7 hilft und nicht schädlich ist. Was die das unabhängige Gremium anbelangt, vielleicht nur noch mal kurz auf die G10-Kommission zu kommen. Die G10-Kommission hat jetzt schon eine klare Aufgabenstellung. Und dieser Sachverhalt, den die G10-Kommission technisch hat, ist der gleiche, wie den das Paragraph 16-Gremium machen soll. Deshalb kann ich nicht erkennen, warum man das auseinanderziehen sollte. Und ja, wir haben ja jetzt schon die Aufgabenstellung der G10-Kommission in Paragraph 8b des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Danach hat das G10-Gremium Aufgaben, die nur absolut nichts mit G10 zu tun hat, sondern die Auskunft bei Finanzdienstleistern, die Auskunft bei Luftverkehrsgesellschaften und vieles andere mehr. Ich habe es jetzt leider auf die Schnelle nicht gefunden. Das heißt, bei einer entsprechenden Umbenennung, da bin ich voll Ihrer Auffassung, in G10-Kommission und Kommission für die Ausland-Ausland-Vermeldeaufklärung, also ich bin nicht so ein guter Jurist wie Dr. Graulich, aber bin ich ganz sicher, lässt sich das regeln.
Und daher bin ich der festen Überzeugung, eine Zersplitterung ist nicht so gut wie eine Zusammenführung bei der G10-Kommission. Ich will aber auch mal ganz deutlich sagen, ich bin jetzt hier nicht der Anwalt des Parlaments, sondern mir geht es natürlich auch um die Rechte des Parlaments. Je effizienter die Kontrolle, umso besser. Mir geht es um den Bundesnachrichtendienst. Bei einem Systemfehler der Kontrolle, wer leidet darunter? Der Bundesnachrichtendienst. Das heißt, je zersplitterter wir die Kontrolle machen und am Schluss kommt irgendetwas, nachdem sich wieder niemand darum gekümmert hat, dann ist es der Bundesnachrichtendienst schuld, weil er nicht hinreichend berichtet hat oder hinreichend informiert hat. Und deshalb bin ich für eine ganzheitliche Kontrolle. Dann können solche Systemfehler auch nicht geschehen. Im Übrigen, bei dem Gremium nach § 16 haben Sie alles das nicht vorgesehen, was Sie bei der G10-Kommission vorgesehen haben. Bei der G10-Kommission ist das parlamentarische Kontrollgremium nach § 1 Absatz 2 voll umfassend verantwortlich für G10-Maßnahmen. So steht es im Gesetz, dass die Kontrolle erfolgt auch durch das parlamentarische Kontrollgremium. Eine solche Regelung fehlt für das Gremium nach § 16. Eine solche Regelung haben wir nur im § 9 Absatz 5 des Entwurfs, nämlich für eine ganz bestimmte Stelle steht drin, dass die Kontrollrechte des parlamentarischen Kontrollgremiums gewahrt bleiben. Aber nur für diesen Absatz 5. Wenn Sie gewollt haben, dass insgesamt die Kontrollrechte des PKGR gewahrt bleiben, dann müsste es im § 16 stehen. Steht es aber nicht drin. Sie haben im § 16 Absatz 6 die Regelung, dass das unabhängige Gremium halbjährlich berichten soll. In der Begründung dazu steht in abstrakter Form. Wenn Ihnen das genügt, in abstrakter Form halbjährlich über das berichtet zu bekommen, was 50% des Datenaufkommens des Bundesnachrichtendienstes ausmacht, dann ja. Aber ich plädiere dafür, dass man das zusammenführt und dass dort eine bessere Kontrolle im Sinne des Bundesnachrichtendienstes ist. Ich mache mir hier Gedanken um den BND und nicht Gedanken um das Parlament. Bei der Trennung, wie macht man das technisch? So habe ich es verstanden und würde es auch gerne noch mal so darlegen. Die G10-Erfassung erfolgt an Datenzugriffen, die den Endpunkt Deutschland und den Endpunkt Ausland haben und umgekehrt. Das ist die technische Trennung. Die Ausland-Ausland-Erfassung, auch wenn sie vom Inland aus erfolgt, hat die Endpunkte Ausland-Ausland. So, und dann haben Sie, bei der Erfassung haben Sie Probleme, die Sie schon immer hatten, ist.com deutsch oder ist.com nicht deutsch, aber das sind ja alte Probleme und die kriegt man gar nicht geregelt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schindler. Herr Dr. Graulich. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage von Herrn Binninger, jedenfalls die erste seiner Fragen, die mich betraf, koinzidiert mit der von Frau Dr. Högel. Also die Frage Anbindung des unabhängigen Gremiums und eventuell konstruktive Varianten. Also ich halte nachdrücklich die Idee für richtig, dass man ein unabhängiges Gremium schafft in bewusster Unterscheidung vom PKGR und von der G10-Kommission, weil ich unterstreiche nochmal, die haben jeweils unterschiedliche rechtliche Voraussetzungen. Also, das PKGR ist eine Form der parlamentarischen Kontrolle von Regierungshandeln. Völlig glatt. So, und in dieses Verhältnis passt keinerlei Genehmigungsvorbehalt rein. Und zwar weder ein Genehmigungsvorbehalt, der auf Verwaltungsebene anzusiedeln wäre, noch ein gerichtlich ausgestalteter. Sondern das ist ein ganz klares Verhältnis erste Gewalt zu zweiter Gewalt. Die G10-Kommission ist ein wenig amphibisch, aber im Ausgangspunkt, wenn man den Artikel 10 Absatz 2 liest, ist sie ein Ersatz für die ansonsten fällige gerichtliche Kontrolle. Das heißt also, der Gesetzgeber hat sich damals 68, als dieses Gerät der strategischen Überwachung jetzt verfassungsrechtlich und einfach gesetzlich geregelt wurde, hat er sich für diese Konstruktion entschieden. Aber es ist völlig klar, und deshalb kehrt ja auch die Regelung im Artikel 19 wieder, dass das ein Ersatz für eine ansonsten dort zu stehen habende gerichtliche Kontrolle ist. Deshalb, was die G10-Kommission in diesem schmalen Sektor der strategischen Überwachung und Kontrolle unternimmt, gehört eigentlich in die gerichtliche Sphäre. Nur der Verfassungsgesetzgeber darf das natürlich, ist es dort anders aufgelöst worden. Man stelle sich vor, die viel größere Anzahl der TKÜs im Strafprozess oder sowas, wäre nie auf die Idee gekommen, das einem parlamentarischen Untergremium zu geben, wäre auch schwer zu realisieren. So, das, was jetzt dieses unabhängige Gremium machen soll, ist zwar nun ganz scharf daneben, wie der Präsident, sage ich immer noch, in Ruhe, man sagt ja aber auch noch Kanzler, wenn er in Ruhe ist, also, was Herr Schindler gesagt hat, natürlich sind die ganz dicht nebeneinander.
die Ausland-Ausland-Überwachung und die strategische, oder beziehungsweise das, was die G10-Kommission überwacht. Aber es sind eben zwei verschiedene Schubladen. Und meines Erachtens kann das, was dem unabhängigen Gremium zugedacht ist, nicht von der G10-Kommission gemacht werden. Ja, es sei denn, man gibt ihr weitere Aufgaben. Aber dafür warne ich, weil dafür müssen sie die Verfassung ändern. Also man kann nicht einfach ein Gremium, dem eine, durch die Verfassung ein Aufgabenpäckchen zugeschrieben ist, Artikel 10 Absatz 2, dem ich einfach sagen, soll auch eine andere Aufgabe machen, selbst wenn, das weiß er natürlich, Herr Schindler, viel besser als ich, selbst wenn sachlich Gesichtspunkte dafür sprechen könnten. Aber über diese Hürde müsste man rüberkommen. Und dann die Frage, ist dieses Gremium so optimal gestaltet? Also wenn das jetzt ein glatter Artikel 10-Fall wäre, dann wäre gar kein Zweifel, müsste man sagen, die Richterkollegen, denen da Aufgaben zugedacht sind, müssten das aus ihren roten Roben herausmachen und könnten das nicht neben ihrer gerichtlichen Funktion, hier ist mal irgendwann vorparlamentarisch mir der Begriff sui generis, Gremium sui generis genannt worden, das gibt es aber nicht. In dem Fall muss man sich entscheiden, welche der drei Gewalten, die der Verfassung bekannt sind, gemeint sind. Und dann kann das natürlich nur die Verwaltung sein, eine andere bleibt nicht. Also das, was diese Richter da vom BGH, wie es im Augenblick heißt, machen sollen, ist klare Ausfüllung eines Verwaltungsvorbehaltes. Und das kann auf keinen Fall vom PKGR gemacht werden und es kann auch nicht von der G10-Kommission gemacht werden. So was die Details der Ausgestaltung dieses Gremiums angeht, ich will das jetzt nicht vertiefen, weil auch nicht der Eindruck entstehen soll, ich wollte dafür meine alle Dienststelle werben. Ich meine, das gehört eher zum Bundesverwaltungsgericht, weil die sind ja spezialgesetzlich nach § 50 für alle Streitigkeiten gegen den BND zuständig. Außerdem lebenspraktisch sind nur eine Stunde von Berlin weg. Auch das wäre, würde die ganzen Dinge etwas vereinfachen, aber das ist eher ein Nebengesichtspunkt. Also das würde ich noch mal überlegen. Die Alternative wäre sonst wirklich nur, Sie würden diese ganze Tätigkeit einem dieser Gerichte als Gericht zubilligen. Aber dann müsste die Sache noch mal neu diskutiert werden. Dann würde man die Dinge anders diskutieren können. Dann war noch die Einzelfrage von Herrn Binninger zur Frage, was macht man eigentlich mit dem Journalistenschutz? Also ich knüpfe an die Überlegung an, die auch Herr Schindler eben gerade hatte. Man muss eben unterscheiden zwischen dem Schutz im Zeitpunkt der Erhebung und dem Zeitpunkt der Verwertung. Und das sind ja nun Fälle, um die es hier geht, wo man wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick klar erkennen kann, ob man einen Journalisten aufklärt oder was auch immer. Gegebenenfalls muss halt einfach ein Verwertungsverbot greifen. Also wenn ich zweifelsfrei feststelle, das ist einer. Ich habe mir auch ganz garstige Fälle überlegt, was machen Sie eigentlich, wenn Sie das Gespräch zwischen einem Dschihadisten und einem Feldimam abhören? Ist das dann irgendwie, fällt das in Artikel 4 oder was weiß ich? Das sind alles Fragen, die müssen Sie dann wahrscheinlich im Nachhinein klären, weil das nicht im Vorhinein durch den Kernbereichsschutz klar zu erfassen ist. Dann war die Frage von Herrn Dr. Hahn, Anwendbarkeit völkerrechtlicher Pflichtungen bei der Ausland-Ausland-Abwendung. Also die Grundantwort hat der Kollege Wolf bereits gegeben. Ich setze aber noch eins drauf, weil das für unsere deutsche Rechtsgeschichte, glaube ich, wichtig ist. Wir waren ja im letzten Jahrhundert die Weltmeister im Produzieren von Konflikten, aber auch von rechtlichen Lösungen dann immerhin. Und eine dieser rechtlichen Lösungen ist nachlesbar beim Umgang der DDR-Spionage in der Bundesrepublik. Und zwar dazu gibt es ja einmal eine Entscheidung des GBA und dann eine des Bundesverfassungsgerichts. Und dort steht ja in dankenswerter Klarheit drin, dass Spionage völkerrechtlich nicht verboten ist. Steht dort glasklar drin. Und das heißt, wir treffen dort auf keine solche Grenze. Und der Rest der Frage sind die Geltung von internationalem Vertragsrecht, also was weiß ich, EGM, EMRK oder aber Pakt für bürgerliche Rechte, aber die würden nicht über die Regelungen eines einfachen Gesetzes hinausgehen, sodass hier die Frage wirklich daran hängt, ist es Artikel 10 oder nicht. So, und da komme ich zu der zweiten Überlegung von Ihnen. Das hat mich gefreut, weil ich hatte auch spieltheoretisch mir überlegt, könnte man nicht jetzt einfach, also statt 200 Jahre abzuwarten, bis Karlsruhe mal beschäftigt wird, vor die Linie laufen. Das Problem ist aber Folgendes. Also es gab ja mal bis in die, ich glaube, späten 50er Jahre eine Gutachtenkompetenz des Bundesverfassungsgerichts, die abgerufen werden konnte durch den Bundespräsidenten, kann auch sein durchs Parlament, sie ist nicht mehr abgedruckt, man müsste nachgucken. Die wurde dann aber irgendwann abgeschafft aus der prinzipiellen Überlegung heraus, dass man die gesetzgebungsbefugten Organe nicht aus dem Risiko entlassen will.
Also die müssen dann halt hin. So, und die Hamburger haben uns das ja mal vor Jahren in einer ebenfalls heiklen Frage vorgemacht. Nee, Entschuldigung, die Bayern waren es. Als die Hamburger das Ausländerwahlrecht eingeführt haben, hat das Land Bayern von seiner Normenkontrollbefugnis anrufen Gebrauch gemacht und hat dieses hamburgische Gesetz in Karlsruhe überprüfen lassen. Das heißt also, es gibt schon mehr als nur die Bundestagsmehrheit. Spieltheoretisch finde ich Ihre Überlegung ausgesprochen sympathisch, aber da müssen Sie sich im Bundestag einigen. Dann war die Frage noch von Herrn von Notz, wie funktioniert die technische Trennung? Da hat Herr Schindler sich dazu geäußert, also wir bleiben ja immer auf diesem Rest sitzen, wo wir aufgrund von irgendwelchen Top-Level-Domains oder aber wenn es völlig maskierte Fälle sind, also wo mit einem ausländischen oder mit zwei ausländischen Telefonen telefoniert wird, im Ausland in ausländischer Sprache, diese Fälle kann man eben nicht vornherein packen, sondern man muss sie im Nachhinein raussortieren. Die mit in Geheimgremien sitzen, wissen ja, dass wir einen solchen Fall in Afghanistan auch mal hatten. Und dann konnte man halt dann im Nachhinein damit umgehen, im Vorhinein aussortieren, werden Sie kein technisches System finden, das das leistet. Vielen Dank, Herr Dr. Graulich. Herr Professor Becker. Herr Binninger, ich würde furchtbar gerne was zur G10-Kommission sagen, aber Sie haben mich nicht gefragt. Darf ich? Ja, ja, Sie dürfen. Also, wenn man sagt, das Gesetz sieht Eingriffe in Artikel 10 vor, dann sind wir in Artikel 10 Absatz 2 Satz 2. Dann ist die G10-Kommission sowieso die richtige Stelle. Wenn man sagt, das Gesetz sieht keine Eingriffe in Artikel 10 vor, dann ist die Einrichtung eines Kontrollmechanismus eine überobligationsmäßige Wohltat, die der Bundesgesetzgeber den Bürgerinnen und Bürgern im Ausland angedeihen lässt. Und wie er diese Wohltat ausgestaltet, ist Sache des Bundesgesetzgebers. Im Prinzip könnten Sie da auch das Umweltbundesamt mit betrauen. Dann zu den Fragen, die an mich gestellt worden sind. Hätte es vielleicht doch nicht erlauben sollen, aber okay. Jetzt üblicherweise ist auch dafür der Vorsitzende zuständig. Oh, Entschuldigung, es tut mir furchtbar leid, dass ich hier den Proporz durcheinander gebracht habe. Das nächste Mal weiß ich es. Ich bin auch noch nicht bei meiner 47., sondern erst der 10. Anhörung. Ich komme zu den Fragen, die an mich gerichtet worden sind. Herr Binninger, wie ist das mit Paragraph 7 und den Kooperationen? Zunächst mal ganz kurz die Klarstellung. Ich vermute, dass Sie das auch nicht missverstanden haben. Meine Stellungnahme und auch meine mündliche Äußerung hier bezog sich auf Paragraph 6, auf die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung vom Inland her, bei der ich alle Probleme überhaupt nicht sehe, die Sie skizziert haben, von vornherein nicht. Selbst wenn sie im Rahmen von Kooperationen erfolgt, ist es eine freie Entscheidung des Bundesnachrichtendienstes, solche Kooperationen einzugehen und die ist selbstverständlich grundrechtlich überprüfbar. Dann finde ich interessant, und das habe ich bisher einfach nicht so verstanden, dass Sie Paragraph 7 von vornherein auf Kooperationen mit ausländischen Diensten beziehen. Das steht da nämlich nicht drin. Da steht drin, dass Paragraph 7 gilt für die Verarbeitung und Nutzung von Daten, die mit Mitteln der Fernmeldeaufklärung vom Ausland aus erhoben werden. Das heißt, wenn der Bundesnachrichtendienst im Schutze der Nacht heimlich Lichtwellenkabel in Großbritannien anzapft, andere Dienste... Jetzt geht die Fantasie mit Ihnen durch. Bitte? Jetzt geht die Fantasie mit Ihnen durch. Nee, aber ich meine, solche Fälle wären durchaus erfasst. Die von Herrn Wolf angesprochenen Fälle anderer Mittel der Spionage im Ausland sind natürlich die deutlich realistischeren. Im Übrigen, dass Lichtwellenleiter im Meer angeknapst worden sein sollen, habe ich irgendwie schon mal gehört. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt wirklich über Kooperationen reden, dass also der Bundesnachrichtendienst mit einem ausländischen Nachrichtendienst zusammenwirkt und deswegen im Ausland tätig wird, und das ist jetzt auch von Paragraph 7 erfasst, das finde ich schön, das habe ich mich nämlich gefragt, ob das der Fall ist, weil der Paragraph 14 nicht auf den Paragraphen 7 verweist und der Paragraph 7 nach seiner systematischen Stellung auch anders gelesen werden könnte. Aber wenn wir mal sagen, der Paragraph 7 erfasst also diesen Fall, dann gebe ich Ihnen recht. Dann muss man sich tatsächlich noch mal neue Gedanken über den Grundrechtsschutz machen, aber wirklich nur in dem Kooperationsfall, nicht in dem Fall, dass der Bundesnachrichtendienst von sich aus im Ausland tätig wird. Im Kooperationsfall, denke ich, haben wir auch tatsächlich für eine funktionale Grundrechtsinterpretation schon einen Anknüpfungspunkt im G10-Urteil von 1999, wo nämlich gesagt wird, bei der Reichweite der Grundrechtsbindung muss berücksichtigt werden die begrenzte Verantwortung von deutschen Staatsorganen. Die deutschen Staatsorgane sind verantwortlich für das, was sie selbst tun, nicht aber unbedingt, was ihre Partner tun.
ja, und werden auch nicht automatisch für alles verantwortlich, was ihre Partner tun, nur weil sie sich Partner suchen. Und es gibt ja sowas wie eine gewünschte Einbindung deutscher Stellen in die internationale Kooperation. Das sind wirklich Argumente, um hier zumindest mal zu einem anderen Schutzstandard zu kommen. Das heißt aber immer noch nicht nichts, sondern auch hier sind Mindeststandards zu beachten, die ergeben sich aus dem Grundgesetz, die ergeben sich aber auch, Herr Töpfer hat es schon gesagt, aus Völkerrecht, Europäische Menschenrechtskonvention, Internationaler Pakt über bürgerliche Rechte. Und ich werfe noch eins mit rein, die EU-Grundrechtecharta. Nur auf den ersten Blick ist die nämlich hier nicht anwendbar. Die EU-Grundrechtecharta gilt für die Mitgliedstaaten, wenn sie Unionsrecht vollziehen. Der Europäische Gerichtshof legt dieses Erfordernis ganz weit aus und meint, dass schon jede Berührung von Grundfreiheiten, ja, von Wirtschaftsgrundfreiheiten der Europäischen Union ausreicht, um auf diese Weise in den Anwendungsbereich der Grundrechtecharta zu kommen. Sowas wie ein Unternehmen fühlt sich in seiner europaweiten Expansion oder im Erbringen von Dienstleistungen im Ausland dadurch gehindert oder zumindest dadurch gehemmt, dass der Bundesnachrichtendienst seine Kommunikation anzapft. Plötzlich sind wir im Anwendungsbereich des Unionsrechts beim Vollzug und die Grundrechtecharta ist anwendbar. Es ist eine ganz interessante Frage, was der EuGH insbesondere mit der Behandlung von EU-Ausländern machen wird, gerade bei den Verkehrsdaten, wo sie überhaupt keinen besseren Status haben als andere Ausländer. Ich komme weiter zu den Fragen, die Herr von Notz an mich gerichtet hat. Wie ist das mit dem Umgang mit den Metadaten? Ist das nicht so eine Art Rasterverhandlung? Ja, also klar, was mit den Daten nachher gemacht wird, bei jeder strategischen Überwachung, auch bei der G10-Überwachung, hat natürlich eine deutliche Verwandtschaft zur Rasterfahndung, wie sie vom Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dieser sogenannten Schläferfahndung im 115. Band bearbeitet worden ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung im 100. Band nun gesagt, wir akzeptieren ziemlich viel vom Bundesnachrichtendienst, viel mehr, als wir von anderen Behörden akzeptieren würden, aufgrund seines besonderen Auftrags, weil der Bundesnachrichtendienst eben im Wesentlichen politisch verwertbare Erkenntnisse generieren soll, nicht gezielt gegen Einzelpersonen vorgehen soll und weil es um die Gewinnung von Erkenntnissen eben strategischer Art über das Ausland geht. Ob das heute überhaupt noch so überzeugt, diese Rechtsprechung, oder ob man da nicht ein bisschen anders rangehen müsste, ist eine Frage, die ich jetzt für diese Stellungnahme ausdrücklich offen gelassen habe. Ich habe in einer Fußnote in meiner schriftlichen Stellungnahme, falls Sie Lust haben, die zu lesen, da ein paar Anmerkungen zu gemacht, warum man darüber durchaus Zweifel haben kann. Ja, ich glaube auch, dass es an der Zeit ist, dass G10, das Sie ja dankenswerterweise auch novelliert haben, vor knapp einem Jahr mal wieder auf den verfassungsrechtlichen Prüfstand zu bringen. Ich denke aber auch, dass man jetzt zumindest erstmal vom G10-Urteil sozusagen als Mindestbestand ausgehen kann. Dass die von den Standards runtergehen werden, die Sie im G10-Urteil angelegt haben, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das bringt mich zur letzten Frage. Wie ist das mit der tatsächlichen, faktischen, technischen Trennung von Datenströmen mit unterschiedlichen Ursprüngen und Zielen? Also wie ist das eigentlich mit der von dem BND-Gesetzentwurf und auch vom G10 ja ganz klar angelegten Trennung inländische Telekommunikation, internationale Telekommunikation und Auslandstelekommunikation? Die ist ja hier ganz zentral. Ich finde, da ist, wenn ich das so sagen darf, ohne sprachpolemisch zu werden, von meinen Mitsachverständigen teilweise etwas nonchalant mit umgegangen worden. Natürlich war es immer schon ein Problem, den in Afghanistan weilenden Deutschen, der sich unter einer afghanischen Telefonnummer auf Afghanisch unterhält, wobei die, glaube ich, Farsi sprechen, den auszumachen gegenüber anderen Personen. Das ist klar. Wir haben aber unter den heutigen kommunikativen Bedingungen im Internet wird ein Problem, das mal ein Randproblem war und deswegen durchaus auch als Randproblem bei typisierender Betrachtungsweise vernachlässigt werden konnte, wird zu einem Strukturproblem. Schon bei E-Mails, wo Sie immerhin noch eine Top-Level-Domain, die irgendwie eine Kennung enthält, die vielleicht auch was über den Ursprung aussagen soll, schon da können Sie nicht wirklich unterscheiden, wo die Endpunkte sitzen und auf der Übertragungsstrecke schon überhaupt nicht. Sie wissen nicht beim Verkehr von outlook.com zu gmx.net, wo das herkommt und wo das abgerufen werden wird. Und wer das behauptet, der ist sehr sportlich. Dazu kann ich vielleicht sagen, ich habe im Moment das Vergnügen, einer Informatikfakultät anzugehören als Exot. Da ich da der Exot bin, darf ich auch angeben und sagen, dass das eine ganz gute Informatikfakultät ist. Und ich habe da viel mit den Netzwerkern zu tun und ich habe viel zu tun mit den Leuten, die IT-Sicherheit machen. Und ich habe die alle mal gefragt, wie sie sich das vorstellen, wie das gehen soll mit der Unterscheidung. Und sie haben alle gesagt, es geht nicht.
Meiner Ansicht nach sollte daraus folgen, wenn wir eben durch die technische Entwicklung eine solche Differenzierung nicht mehr treffen können, dann können wir nicht einfach sagen, ja, Recht ist immer kontrafaktisch. Sondern dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir da nicht auch mit den rechtlichen Maßstäben nachjustieren müssen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Becker. Damit wäre die erste Runde vorbei. Wenn wir jetzt in der Tat alle diszipliniert uns an die Bitte 2 Fragen pro Fraktion und 2 korrespondierende Antworten halten, dann würden wir wahrscheinlich sogar noch 2 Runden schaffen. Deswegen die ersten beiden Fragen an die CDU-CSU-Fraktion. Ich habe eine, der Kollege Schuster hat die zweite. 2,5 sagt er, wie dem auch sei. Ich möchte noch mal von Herrn Wolf und von Herrn Graulich einfach, dass wir möglichst Klarheit haben mit diesem unabhängigen Gremium. Ja. Habe ich Sie richtig verstanden? Also an beide die gleichen Fragen. Dann hören wir vielleicht auch die Unterschiede. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, wenn wir dieses unabhängige Gremium an die G10-Kommission andocken, wie auch immer. Die G10 können es ja personell schon gar nicht. Da muss man sich ja keine Vorstellung davon machen. Ja, das wäre ja illusorisch. Wenn wir sie andocken, müssten wir die Aufgabenbeschreibung der G10-Kommission grundlegend ändern. Und das ginge nicht ohne Verfassungsänderung. Das wäre Frage 1. Frage 2. Wenn wir sagen, wir docken dieses Gremium nicht jetzt losgelöst von der Bundesregierung ernannt, vom GBA vorgeschlagen, wir sind mit eingebunden, sondern wir sagen, wir docken es bei einem Gericht an, beim Bundesverwaltungsgericht. Das wäre ohne größere Umstände einfach gesetzlich möglich. Frage. Das sind ja. Herr Kollege Schuster. Gleiche Richtung. Eine Teilfrage, Herr Dr. Graulich, ich hätte gerne mal, das ist vielleicht unüblich, aber ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, Herr Professor Wolf, ich hätte gerne mal eine Einschätzung von Ihnen zur Rechtsauffassung von Professor Wolf, der ja sagt, Sie sind nah beieinander, man kann davon ausgehen, dass beim Auslands-Auslandsverkehr der Grundrechtsschutz geringer ist. Also ich mache es mal ganz, bin kein Jurist, also nehmen es mir nicht übel, laienhaft, so habe ich Professor Wolf verstanden, aber da das Verfassungsgericht doch die Relevanz sieht im Artikel 10, müsste man es irgendwie in Paragraph 6 erwähnen. Der Paragraph 6 an sich in diesem Entwurf reicht aber aus als Eingriffsbefugnis. So, deswegen wirkt es auf mich ein wenig deklaratorisch, sagt man vielleicht, wenn ich es jetzt aufnehmen würde. Halten Sie das für notwendig? Denn dann wäre ja die nächste Frage, wenn ich es da reinschreibe, ist es dann ein Artikel 10-Fall? Und dann wiederum hat der Becker natürlich den Aspekt, dann könnte man es auch der G10-Kommission geben. Also da hätte ich gerne mal eine Stellungnahme. Und dann, ich meine, Herr Professor Wolf war's und Herr Töpfer, in jedem Fall aber Herr Schindler könnte es beurteilen, ich hätte gerne mal gewusst, wie Sie diese Gesetzentwürfe im internationalen Vergleich einsortieren. Müssen wir uns noch irgendwo Vorbilder nehmen oder setzen wir damit Maßstäbe oder wo befinden wir uns? Bei 2-3 wurde es mal so in einem Nebensatz gesagt, das hätte ich noch mal gerne genauer gewusst. Vielen Dank, Herr Kollege Schuster. Sie dürfen sowas fragen, dadurch wird die Anhörung auch kein kontradiktorisches Verfahren, denn dann müsste der Vorsitzende am Ende entscheiden, was richtig und was falsch ist. Die Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank. Ich möchte zunächst noch mal an Herrn Becker eine Frage stellen. Und zwar geht es um die Kriterien für die Zulässigkeit der Erhebung personenbezogener Daten bei der Auslands-Auslands-Fernmeldeaufklärung. Da haben wir im Gesetz jetzt 3 Punkte, also Gefahren für die äußere innere Sicherheit, Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik zu wahren. Und dann gibt es einen dritten, der lautet sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Da würde mich interessieren, wie das aus Ihrer Sicht vereinbar ist mit dem Bestimmtheitsgebot und dem Gebot der Verhältnismäßigkeit, wenn man ein solches Kriterium, das man ja unter das man alles und nichts packen kann, quasi in einem Gesetz fixiert und damit diese Fernmeldeaufklärung rechtfertigt. Dann ist die Frage an Herrn Wetzling und Herrn Schindler. Herr Wetzling hat in der Stellungnahme eine Evaluation der Auslands-Auslandsaufklärung angeregt oder gefordert. Da würde ich Sie mal um Erläuterung bitten, was für Kriterien Sie denn daran setzen wollten. Was sollte da aus Ihrer Sicht evaluiert werden? Und über welche Zeiträume soll das angelegt werden? Denn wir haben ja schließlich eine extrem hohe Anschaffungskosten auch für die Technik. Wenn das dann also nicht so funktioniert, ist ja die Frage, muss man da nicht das vorher auch schon mal weitgehend geklärt haben? Und Herr Schindler in dem Zusammenhang,
Gibt es denn eine solche Wirksamkeitsanalyse schon? Hat es die beim BND gegeben oder kennen Sie so etwas von anderen Ländern, beispielsweise der NSA, wo man das mal gecheckt hat? Und gibt es da also klassische Methoden, wo Sie uns was zu sagen könnten? Und Herr Vorsitzender, da ja vermutlich keine weitere Runde kommt und dass die Kontrolle eigentlich so gut wie noch gar keine Rolle gespielt hat für die Kontrollgremium, habe ich noch eine abschließende Frage an Herrn Professor Wolf. Er hat ja den Gesetzentwurf unserer Fraktion zumindest in einem Punkt offensichtlich mit einem gewissen Grausen gelesen, und zwar hinsichtlich des drohenden Verlusts an Vertraulichkeit durch einen größeren Kreis von Mitwissern, sowohl unter Abgeordneten als auch unter Mitarbeitern. Da will ich hier noch mal klarstellen, dass die allermeisten Geheimdokumente, von denen wir aus der Zeitung erfahren haben, das Parlament noch gar nicht erreicht hatten, bevor sie in der Zeitung stand. Das heißt also, dass das zentrale Problem des Geheimnisschutzes in jedem Fall bei der Exekutive in vielen Fragen gelegen hat und nicht bei der Legislative. Aber das nur zur Klarstellung. Meine Frage an Sie, Sie lehnen ja den Vorschlag ab, dass eine Minderheit des parlamentarischen Kontrollgremiums öffentlich Stellung nehmen kann, einen Vorgang bewerten kann. Und dann möchte ich Sie gerne fragen, also Sie haben gesagt, die Vertraulichkeit, die Legitimität des Gremiums sei massiv in Frage gestellt. Ich möchte Sie fragen, was wäre denn aus Ihrer Sicht eine Alternative für die Mitglieder des Gremiums, insbesondere der Opposition, wenn sie Verstöße gegen die verfassungsmäßige Ordnung, Verstöße gegen Gesetze feststellen, die sie aber überhaupt nicht offenlegen können, sonst würden sie gegen Geheimhaltungspflichten verstoßen. Welche Alternativen haben Sie für die arme Opposition im Gremium? Vielen Dank, Herr Dr. Hahn. Die SPD-Fraktion. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Da ich mich bemühen möchte, dass wir hier wirklich noch in der dritte Fragerunde kommen, zwei kurze, auch präzise Fragen an Herrn Dr. Graulich. Herr Dr. Graulich, wir behandeln jetzt viele, viele Detailprobleme, das ist auch richtig. Allerdings eine Ausgangsfrage. Diese Gesetzentwürfe sind ja auch Ergebnis der Arbeit des NSA-Untersuchungsausschusses gewesen. Und wir sind da ja mit verschiedenen Theorien, die ich teilweise ziemlich skurril fand, konfrontiert worden. Weltraumtheorie, Funktionsträgertheorie, Schindler lacht schon, er kennt die alle, Theorie des virtuellen Auslands. Sind diesen Konstrukten jetzt mit diesem Gesetzentwurf ein Riegel vorgeschoben? Oder sehen Sie generell noch offene Flanken, was diese grundsätzlichen Fragen angeht? Und die zweite Frage wird dann doch etwas spezieller. Die hat natürlich etwas damit zu tun, dass Sie ja hier ausgiebig die Vorteile des unabhängigen Gremiums dargestellt haben. Wie ordnet sich aus Ihrer Sicht nur dieses Gremium insgesamt in diese, ich sage jetzt mal, Kontrolllandschaft ein? Mit PKGR, mit G10, mit Vertrauensgremium. Meines Erachtens, unabhängig wie man zu diesem Gremium steht, besteht auch die Schwierigkeit darin, dass dieses Gremium im Augenblick so ein bisschen im luftleeren Raum hängt. Wir haben gerade im Gesetzentwurf der parlamentarischen Kontrolle uns an einzelnen Stellschrauben darum bemüht, dass diese Gremien besser miteinander verzahnt werden, zum Beispiel ein regelmäßiger Austausch stattfindet zwischen G10 und parlamentarischem Kontrollgremium. Müsste man nicht, auch wenn man Ihre Meinung teilen würde, dass dieses unabhängige Kontrollgremium vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie das manche darstellen, aber sich in dem Gesetzentwurf darum bemühen, dass man auch dieses unabhängige Gremium etwas besser verzahnt, einerseits möglicherweise, was die Rolle des ständigen Bevollmächtigten angeht, möglicherweise aber auch, was den Ort der Geschäftsstelle angeht? Oder halten Sie das für sinnvoll, dass wir auf der einen Seite, was die bestehenden Gremien angeht, hier durchaus einen größeren Unterbau schaffen, der die Gremien unterstützt, mitarbeitermäßig, auf der anderen Seite aber dann eine Geschäftsstelle in Karlsruhe noch schaffen? Vielen Dank, Herr Kollege Nischka. Die Fraktion Die Grünen. Ja. Danke, ich habe auch zunächst eine Frage an Herrn Professor Becker im Anschluss an das, was der Kollege Hahn schon gefragt hat. Man wundert sich ja etwas, erstens, dass das Artikel 10 in dem ganzen Gesetzeswerk nicht vorkommt. Und dann gibt es die Auffassung von Herrn Dr. Graulich, dass das überhaupt nichts mit G10, also mit dem Grundgesetz Artikel 10 zu tun hat. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier ganz überwiegend die Auffassung, dass das sehr wohl mit Artikel 10 zu tun hat. Da fragt man sich, warum haben die das nicht reingeschrieben? Sie hätten doch sicherheitshalber Artikel 10 und aus der Frage des Kollegen entnehme ich, dass sie das auch erwägen, da reinschreiben. Für mich gibt es zwar eine einzige Erklärung,
Weil wenn Sie da reinschreiben, dass Artikel 10 betroffen ist, dann müssen Sie zugeben, dass über 10 Jahre lang eine Praxis gewesen ist, die elementar gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Und Sie müssten zugeben, dass in diesem Augenblick, wo wir hier im Augenblick noch sitzen, gegen das Grundgesetz verstoßen wird, weil die Praxis wird ja mehr oder weniger vollständig auch derzeit fortgesetzt. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund, warum Sie immer um diesen Artikel 10 rumeiern, obwohl das relativ klar ist, dass der natürlich betroffen ist. Als der erdacht wurde, hat man natürlich das alles noch nicht gedacht. Aber die Zielrichtung geht da ganz klar hin. Deshalb meine Frage, es geht hier also um eine Grundrechtseinschränkung mehrerer Grundrechte bei diesem Gesetz. Und wenn man dann sieht, der Kollege Hahn hat darauf hingewiesen, dass dann reicht, dass solche Einschränkungen möglich sind. Sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung, wenn die von einem der genannten Ministerien benannt sind, wo ist denn da überhaupt noch eine Grenze? Und wenn man dann sieht, in dem nächsten Absatz kommt, die Suchbegriffe müssen im Einklang mit den außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland bestehen. Wo ist denn da überhaupt noch eine Grenze? Ist nicht die Ermächtigung, hier Grundrechtseingriffe vorzunehmen, überhaupt nicht, wie das Bundesverfassungsgericht das verlangt, eingegrenzt? Deutlich eingegrenzt auf das wirklich Notwendige, beispielsweise Terrorismus oder Ähnliche, sondern das geht hier ganz allgemein um außen- und sicherheitspolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eben um außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Man kann doch nicht in Grundrechte eingreifen mit so einer allgemeinen Formel, die hier sind. Deshalb meine Meinung dazu, was müsste da rein, um eine wirkliche Beschränkung zu machen. Wir haben ja durchaus andere Gesetze, wo andere Kriterien sind, nicht nur beim BKA-Gesetz. So, und dann habe ich die zweite Frage an Herrn Wolf, muss Sie leider noch mal stören. Auch im Anschluss, was der Kollege Hahn gesagt hat, das sind ja hier zwei Gesetzeswerke, die eigentlich jeweils eine Anhörung bedurft hätten. Da geht es um erstmal sehr getrennte Materien, sehr getrennte Regelungen. Und ich frage mich, also beim PKGR-Gesetz gab es ja schon mal eine Gruppe, der auch der Herr Binninger, glaube ich, damals angehörte, Ende 2013, als noch alle unter dem Eindruck der Veröffentlichung von Edward Snowden war, wo alle Parteien sich zusammengesetzt haben und gesagt, wie können wir in Zukunft die Kontrolle besser regeln. Und da sind eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wegen damals Kollegen Oppermann, auch von uns, auch von der Linken und so weiter. Das ist völlig vergessen, jetzt haben die sich hingesetzt und haben alleine was gemacht. Da sind eine ganze Reihe von ganz schwierigen Fragen drin. Also für mich ist eine der Hauptmängel dieses Gremiums, und ich weiß nicht, fällt Ihnen dazu eine Lösung ein, wie kann man verhindern, der Herr Schindler hat ja zu Recht darauf hingewiesen, wir sind im PKGR völlig darauf angewiesen, was die Bundesregierung uns mitteilt. Also welches Thema sie überhaupt anspricht. Andere Themen können wir nur ansprechen, wenn es in der Zeitung steht. Und da hat der Kollege Binninger ja dafür gesorgt, dass das jetzt auch im Gesetz steht. Also wenn es in der Zeitung steht, soll sich das Gremium auch damit beschäftigen, weil die Bundesregierung dann darüber berichtet. Aber was macht man gegen den Hauptfehler dieses Gremiums, wenn dort nicht die Wahrheit gesagt wird, wenn dort nicht vollständig die Wahrheit gesagt wird? Welche Mittel gibt es dagegen? Es gibt keinerlei Sanktionen, es gibt keine Verpflichtung wie etwa im Untersuchungsausschuss, die Wahrheit zu sagen, sanktionierte Sorgen. Was schlagen Sie da vor? Was könnte man machen? Welche Konsequenzen? Wir haben in unseren Vorschlägen angedeutet, man könnte einmal dann das Recht ins Gesetz reinschreiben, das dann öffentlich zu machen, das zu skandalisieren in der Öffentlichkeit oder auch, dass dann dienstrechtliche Konsequenzen gezogen werden. Und dazu braucht man natürlich eine Voraussetzung, um festzustellen, ob die Wahrheit gesagt worden ist oder nicht, dass festgehalten wird, was eigentlich gesagt wurde vor einem oder zwei oder fünf Jahren im parlamentarischen Kontrollgremium. Das heißt, der Vorschlag, was halten Sie von diesem Vorschlag? Tonträger mitlaufen lassen,
damit für rein interne Zwecke, damit man das überprüfen kann und wo man dann anschließend, wenn dort gegen die Wahrheitspflicht verstoßen worden ist, dass man dann auch Konsequenzen treibt. Ich weiß, der Auswärtige Ausschuss, der ja auch hin und wieder tagt, der nimmt beispielsweise auch geheime Sitzungen, auch wo der BND berichtet, auch auf Tonträger auf. Und dann kann man nach 2 Jahren sich das nochmal anhören und sagen, ich habe das doch noch ganz anders in Erinnerung gehabt. Also das, die beiden Fragen. Vielen Dank, Herr Kollege Ströbele. Meine sehr geehrten Herren Sachverständigen, Sie merken am kreativen Umgang mit der Zahl 2, dass hier sehr viele Juristen im Ausschuss sitzen. Meine Hoffnung auf eine dritte Runde ruht jetzt auf Ihren kompakten Antworten. Und dazu gebe ich jetzt zunächst Herrn Professor Becker das Wort. Ja, ich glaube, ich kann meine Antworten auf die Frage von Herrn Hahn und Herrn Ströbele auch ganz gut zusammenfassen, weil die ja sehr nah beieinander liegen. Ich denke, man muss schon eins einräumen, nämlich dass die verfassungsrechtliche Lage nicht so ganz klar ist, wenn man darauf abstellt, was das Bundesverfassungsgericht schon entschieden hat. Und das ist ein Versäumnis des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht ist in dem Verfahren, das 1999 entschieden wurde, auch mit der Verfassungsbeschwerde eines, wenn ich es richtig im Kopf habe, uruguayischen Staatsangehörigen konfrontiert gewesen, der in Uruguay gewohnt hat. Und hat diese Verfassungsbeschwerde mit ziemlich origineller verfassungsprozessualer Begründung für unzulässig gehalten und dann nachher ausgeführt, so steht es ziemlich wörtlich drin, was mit Ausländern im Ausland sei, bedürfe keiner Entscheidung. Sie haben nicht gesagt, dass Ausländer im Ausland freiwillig sind, aber Sie haben eben auch nicht gesagt, was mit ihnen ist. Da haben Sie eine Lücke gelassen, in diese Lücke ist man reingegangen und ich finde das in gewisser Weise auch verständlich. Mir geht es überhaupt nicht darum, jetzt hier schmutzige Wäsche zu waschen und Verfassungsbruch vorzuwerfen und solche Dinge. Jede Behörde muss mit der gesetzlichen Lage, die sie vorfindet, umgehen. Sie haben die Möglichkeit, sie zu verbessern. Und das führt mich dann zum Kern Ihrer Frage, nämlich den Eingriffsvoraussetzungen in § 6. Der Bundesnachrichtendienst darf also Daten erheben, um sonstige Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung zu gewinnen. Das deckt sich wörtlich mit der Aufgabenbeschreibung des Bundesnachrichtendienstes in § 1 Absatz 2 BND-Gesetz. Der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, und das jetzt kommt, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik sind. Das heißt, der BND hat im Prinzip erstmal die Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung in seinem gesamten Aufgabenbereich zur Verfügung. Vielleicht irgendwie mit dem Vorbehalt der Erforderlichkeit, den man da vielleicht noch reinlesen kann. Das entspricht einer Regelungstechnik, die wir im Polizeirecht kennen. Ja, die Polizei darf personenbezogene Daten erheben, wenn das zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Polizeirecht ist es so, die Aufgabe ist die Gefahrenabwehr. Die ist vielleicht doch etwas konkreter als die Sammlung von Erkenntnissen von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, was eigentlich keine Erkenntnisse von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung. Ich habe erst gedacht, sowas wie Fußballergebnisse im Ausland. Dann habe ich gedacht, naja gut, aber wenn da jetzt Anhaltspunkte für Korruption dahinter stecken bei ausländischen Fußballverbänden, möglicherweise sogar sich fortfressen zu UEFA oder FIFA oder sowas, aber hallo, hat das außenpolitische Bedeutung. Ja? Das ist also gar nicht so einfach, sich da was vorzustellen, was nun wirklich unter keinen Umständen darunter fällt. Ganz kleine kommunale Vorfälle in Soley Hall bei Birmingham, ich weiß es nicht. Das andere ist die Sache, dass wir eben im Polizeirecht die Erhebung von Informationen im Aufgabenbereich der Polizei geregelt wird für solche Fälle, wie die Polizei befragt jemanden. Nicht die Polizei erhebt Telekommunikationsdaten von Millionen von Menschen. Da haben wir ganz andere Voraussetzungen. Und ich habe es schon gesagt, man kann sicherlich für die strategische Fernmeldeüberwachung von den allgemeinen Voraussetzungen abweichen, aber diese Abweichung ist sehr groß. Was könnte man stattdessen machen? Naja, das G10 definiert bestimmte Gefahrenbereiche, zu deren Aufklärung die strategische Fernmeldeaufklärung zulässig ist. Manche von diesen Gefahrenbereichen sind auch ziemlich weit formuliert. Wenn Sie sich das neue Beispiel Cybercrime, das Sie letztes Jahr ins Gesetz aufgenommen haben, anschaut, dann ist das schon eine ganze Menge, was darunter fällt. Gleichwohl, bitte?
Die EU-Regelung knüpft ans G10 an, ganz genau. Also die Regelung hinsichtlich der EU-Bürgerinnen und Bürger, bei Inhaltsdaten allerdings nur, nicht bei Verkehrsdaten, knüpft ja an die G10-Gefahrenbereiche an, ganz richtig. Das ist sicherlich eine Regelungstechnik, von der man ausgehen könnte, wenn man denn der Meinung ist, dass eben die Maßstäbe zur strategischen Überwachung generell noch halten. Meine diesbezüglichen Zweifel habe ich ja schon angedeutet. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Becker. Herr Dr. Graulich. Herr Vorsitzender, ich hatte erst die Frage von Herrn Binninger. Kann die Regelung ohne Verfassungsänderung so gefunden werden, wie sie jetzt vorgeschlagen ist? Oder wie verhält sich eigentlich dieses unabhängige Gremium unter Verfassungsgesichtspunkten zu der G10-Kommission? Ich meine, der Gesetzentwurf hat sie oder ist mit der Schwierigkeit umgegangen, das, was ja hier alle Sachverständigen betont haben, wir eben den genauen grundrechtlichen Ausgangsort nicht kennen, aus den Gründen, die jetzt immer wieder angeführt worden sind. Und der Entwurf hat in, wie ich finde, konstruktiver Weise einen Vorschlag gemacht, wie der Gesetzgeber sozusagen einen Zwischenboden einziehen kann. Und macht, und zwar einen Zwischenboden, der besteht aus Eingriffsbefugnissen, aber ja auch aus rechtlichen Versicherungen. Das heißt also mit dieser ziemlich scharfen Abzirkelung von EU-Ausländern, von sozusagen dem Rest der Welt in Anführungszeichen, die Abgrenzung gegenüber den Inländern ist nicht zu treffen gewesen, weil die ist bereits durch G10 vorgenommen. Also dadurch schafft er jedenfalls an der Stelle eine einfach gesetzliche Klarheit, wo wir ansonsten eben auf das interpretationsbedürftige Verfassungsrecht abheben. Das, meine ich, ist eine, durchaus ein gangbarer Weg, der uns deutlich weiterbringt als die Situation, die wir seither hatten. Die Frage, ob man jetzt dieses Gremium an ein Bundesgericht anbinden kann, ohne Verfassungsänderung, also so wie der Gesetzentwurf das vorsieht, sehe ich da kein Problem, weil die nehmen ja praktisch die Sachkompetenz auf einige Richter eines Bundesgerichts und transponieren sie auf dieses Gremium. Die müssen praktisch mit, wenn ich das als früherer Personalreferent ins Auge fasse, so mit einer Art von Nebentätigkeitsgenehmigung dann auf diese Aufgabe gesetzt werden. Ich hatte es auch gesagt, richterdienstgesetzlich müsste dann noch der Paragraph 4 Absatz 2 geändert werden. Das sind aber alles leistbare Details, die Sie alle in diesem Gesetzgebungsverfahren noch kriegen können. Das halte ich so für machbar. Das, was der Kollege Becker mal so etwas flapsig gesagt hat, und man könnte auch das Bundesumweltamt, also ganz zu originell kann man natürlich nicht umgehen, weil es besteht immer die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Und gerade wenn man davon ausgeht, dass diese Richter jetzt als Verwaltungsgremium tätig werden, glaube nicht, dass man jetzt x-beliebige Behörden mit einer solchen Aufgabe betrauen kann. Aber diese Regelung, meine ich, so originell sie ist unterhalb der Verfassung möglich. Wenn man das nicht haben will, müsste man dann die andere Regelung, die auch unterhalb der Verfassung leistbar wäre. Man müsste nämlich die richterliche Kompetenz dieser Gerichte in Anspruch nehmen. Man müsste halt dann einfach regeln, dass so wie das ja in den Landespolizeigesetzen schon zuhauf steht, dass für bestimmte Maßnahmen ein Richtervorbehalt geschaffen wird. Und dann fällt das normal in die Geschäftsverteilung des zuständigen Gerichts. Das Präsidium bestimmt dann auch, wer dafür zuständig ist und so weiter. So, das, was Sie jetzt mit dieser Lösung machen, belässt dieses Gremium ein Stück mehr in der Politik. So, jetzt können Sie sich im Verhältnis von Regierung und Opposition darüber streiten, ob das nicht irgendwie eine Sache des gesamten Parlaments zu sein hätte und nicht nur der Regierung. Da halte ich mich raus. Aber da ist sozusagen die Linie, die scheidet diese Lösung, die jetzt hier angedacht ist, von der anderen, die ich natürlich auch im Kopf hatte, wenn man das Ganze einfach zu einer normalen Gerichtsaufgabe machen würde, wo das dann in die Zuständigkeit eines Gerichtspräsidiums fiele, zu bestimmen, wer dafür zuständig ist. Aber dann ist die Politik ein ganzes Stück draußen. Also das, aber machbar ist beides unterhalb der Verfassung. Das, was Herr Schuster an Frage formuliert hat, wie verhalten sich jetzt eigentlich die Artikel 10-Diskussion zu der Artikel 2 Absatz 1-Diskussion? Also ich führe da mal einen Zwischengedanken ein. Also es wird ja mitunter, was der Bundesnachrichtendienst hier macht,
so als etwas angesehen, also wie größtes Hexenwerk. Also ich weise mal auf eins hin. Also wir unterscheiden im Sicherheitsrecht zwischen drei Eingriffsschwellen. Die Nachrichtendienste dürfen bei Vorliegen tatsächlich Anhaltspunkte tätig werden, die Gefahrenabwehrbehörden bei einer konkreten Gefahr und die Strafverfolgungsbehörden bei Bestehen eines Anfangsverdachtes. Das heißt also, die Eingriffsschwelle bei den Nachrichtendiensten ist bewusst die allerniedrigste. So, das ist im deutschen Rechtsrahmen vertretbar, weil die auch nicht viel dürfen. Aufgrund des Trennungsgebotes ist das Wissen, was sie haben und was sie dann auftragsgemäß der Regierung weitergeben, eines, hinter dem ja keine Schärfe steht. Es ist nicht exekutierbar. Also deshalb sind auch jetzt die Eingriffe in Artikel 10 oder 2.1, von denen wir reden, sind Eingriffe, die wesentlich schwächer wiegen, als wenn zum Beispiel ein Strafgericht eine TKÜ anordnet. Da steckt eine ganz andere Effizienz dahinter, weil Vollstreckungsmaßnahmen, PP oder Verurteilung zu folgen. So, deshalb meine ich, die Art, wie der Entwurf jetzt aus der Notlage heraus der fehlenden Zuschreibung durch das Bundesverfassungsgericht umgeht, ist eigentlich vertretbar. Ich habe etwas gemacht, was ich nicht aus dem Entwurf herausgenommen habe. Ich habe nämlich einfach mal die Messlatte der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem April diesen Jahres genommen zum BKA-Gesetz, die das ja fast, also zu 80% aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ableiten. Und da passt der Entwurf eigentlich sehr gut drunter. Also weil die auch sagen, dass so ein vergleichbares Gremium muss nicht unbedingt ein Gericht sein. Also deshalb meine ich, der Entwurf fährt durch diese Strömungen oder Klippen eigentlich vertretbar durch, indem er de facto sich jedenfalls innerhalb der Verhältnismäßigkeitsanforderungen verhält. Die Frage, die Sie ja auch gestellt hatten, wie verhält sich das zu internationalen Standards? Es ist natürlich ein enorm weites Feld, weil die Regelungen, die da getroffen sind, sehr unterschiedlich sind. Also ich würde mal sagen, so wie das Visier hier aufgeklappt wird, ist das eigentlich, also natürlich ist immer jede Turnhalle, die gerade fertig ist, die neueste Turnhalle der Welt. Das ist völlig klar, aber das, also ich glaube, dass das, wenn Sie das so zum Gesetz machen, ist jedenfalls sehr vorzeigbar. Herr Lischke hatte die Frage, ist jetzt der Theorienstreit eigentlich zu Ende, wenn das Gesetz kommt? Ich kann natürlich, da ich ja hier unter lauter Juristen sitze, keinesfalls versprechen, dass der Streit zu Ende ist. Uns wird sicher wieder werden sicher wieder ergiebige Felder einfallen. Aber was der gute Herr Schindler auszuhalten hat mit seiner Weltraumtheorie, das habe ich ja schon vor einem Jahr nicht für den Knackpunkt gehalten. Weil das tauchte auf bei dieser Fernmeldesatellitenaufklärung, die jetzt in dem Fall, den der Untersuchungsausschuss behandelt hat, ja auch noch Gegenstand einer Kooperation war. Und die habe ich überhaupt nie für einen Fall gehalten, wo man diese Konstruktion gebraucht hätte. Die lässt sich ganz anders klären. Und ich habe natürlich mit Interesse geguckt, wie Sie diese Kooperationsregelung da jetzt gesetzlich fassen. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen, weil das im Grunde genommen das ist, was Generationen vor uns schon von Juristen in diese MOAs oder MOUs gesteckt worden ist. Das wird da jetzt sozusagen aus dem Untergrund hervorgeholt und wird positiviert, wie ich finde, auch in einer akzeptablen Weise. Bedarf für eine Weltraumtheorie sehe ich da jetzt nicht mehr. Aber nun hat ja schon mein Kollege Becker aus dem Off, dass der TU Karlsruhe schöpfend gesagt, da würde in Zukunft noch ganz andere Fragen kommen. Okay, seien wir zufrieden, dass es Aufgaben gibt. Aber ich denke, dass das, was jetzt im Augenblick uns an Problemen hochgekommen ist, wird damit jedenfalls, meine ich, gut bewältigt. So, die letzte Frage, Herr Lischke, die Sie gestellt haben, wie passt jetzt dieses Gremium in die Kontrolllandschaft? Herr Schindler ist ja nun ein, früher hätte man wahrscheinlich in den 20er Jahren gesagt, Integrationist, also der jetzt irgendwie so eine Sympathie dafür hat, diese Gremien zusammenzufassen. Ich meine, das ist nicht der Punkt, weil die leisten Verschiedenes. Ich fasse ja auch nicht die TKÜ der Strafgerichtsbarkeit zusammen mit der TKÜ, soweit es die gibt in den Ländern, im Polizeirecht und die wiederum mit dem, was die Nachrichtendienste machen. Das ist nun mal eine differenzierte Landschaft. Da ist jetzt nur der reine Blick auf die Kontrolllandschaft nicht ausreichend. Er hat ja auch für sich eingeräumt, dass er den Dienst im Auge hatte, dass die nicht mit so vielen verschiedenen Gremien konfrontiert werden. Aber gut, das lässt sich meines Erachtens nicht abwenden. Ich meine deshalb, das also zu sondern, dieses unabhängige Gremium von den beiden anderen PKGR und G10, halte ich für absolut folgerichtig. Ich würde daran nichts ändern.
so die Frage der Detailausgestaltung. Also Sie müssen das entscheiden und da ist ja der politische Sachverstand in dem Fall wirklich der Überlegene. Also ich würde es nicht an den BGH anbinden, sondern ich würde es aus den bereits genannten Gründen ans Bundesverwaltungsgericht anbinden. Und ich meine, dass dann auch das Geschäftsstellenproblem ein kleines ist, weil die haben ja bereits diesen In-Kamera-Senat, sind also mit dem Umgang mit hochvertraulichem Material ja bestens eingeübt. Da meine ich, sollte es möglich sein, eine Lösung zu finden. Zu der Frage, ob Sie das jetzt lieber die Geschäftsstelle in den Bundestag haben oder nicht, da halte ich mich jetzt mal raus, weil ich habe natürlich jetzt mehr den Blick auf die Frage, wo die handelnde Manpower sitzt. Und da aus den bereits genannten Gründen meine ich, man kann das mit der G10-Kommission nicht machen. So. Vielen Dank, Herr Dr. Graulich. Herr Schindler. Ja, nur ganz kurz. Die Regelungsdichte, die beabsichtigt ist, die ist nach meinem Kenntnisstand einmalig in Europa und auf der Welt sowieso. Da kommen die Skandinavier nicht mit und auch die Niederländer kommen nicht mit. Und insofern, glaube ich, ist man hier Vorbild. Die Frage von Herrn Dr. Hahn, gibt es eine Wirksamkeitsanalyse? Die gibt es nach meinem Kenntnisstand weder in Deutschland noch anderswo. Das ist auch der Grund dafür, weil Roland Berger ja beauftragt worden ist, diese Wirksamkeitsanalyse für den Bundesnachrichtendienst zu erstellen. Vielen Dank, Herr Schindler. Herr Töpfer. Ja, zur Frage von Herrn Schuster nach, ob der Gesetzentwurf Maßstäbe setzt. Festzuhalten, das ist erstmal, glaube ich, dass relativ wenig Länder weltweit überhaupt über eine Regelung von strategischen Programmen verfügen, was vielleicht auch ein bisschen Ausdruck ist der Fähigkeiten, die die Länder haben. Mein Eindruck ist, dass die Enthüllung von Snowden ja durchaus auch in anderen Ländern da Bewegungen gebracht haben. Also PPD 28 in den Vereinigten Staaten ist nun kein Gesetz, sondern eine, sag ich mal, präsidiale Verfügung, ist hinsichtlich der Zwecke deutlich bestimmter als das, was jetzt in dem Gesetzentwurf steht. Ich sprach neulich mit Leuten aus dem britischen Außenministerium, die auf die Frage, ob die IP-Bill, die da derzeit in der Verhandlung ist, gesondert was zur Frage extraterritorialer Überwachung macht, da sagten die, da wird gar nicht differenziert, sondern da wird sozusagen Regularium grundsätzlich für die Maßnahmen des GCHQ bestimmt. Also insofern ist mein Eindruck einfach, in den Ländern, die solche Programme, die in der Lage sind, solche Programme durchzuführen, haben die Snowden-Enthüllungen einfach Bewegungen in die Diskussion gebracht und da ist Deutschland eben eins unter mehreren. Vielen Dank, Herr Töpfer. Herr Dr. Wetzling. Ja, vielen Dank. Ich würde da dem Herrn Töpfer zustimmen, dass man da auch in anderen Ländern noch ein bisschen suchen kann. Da haben die Norweger zum Beispiel auch ein ganz interessantes System, das den Kontrolleuren die Direkteinsicht in die IT-Programme der Dienste gewährleistet, mit natürlich einigen Ausnahmen. Aber da ist sicherlich sind wir bei der Ausgestaltung des Gesetzes schon viel, viel weiter, als wir vorher waren. Aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass man da nichts findet, was man noch verbessern kann. Zur Frage der Evaluation, Herr Dr. Hahn. Ich würde das gerne aus dem Kontext beantworten, woher wir kommen und wo wir jetzt stehen. Denn eigentlich wurde über Jahre eine Infrastruktur geschaffen und die Kontrolllandschaft hat sich nicht wesentlich verändert. Und wir wissen heute im Verlauf der Diskussion über die Gefahr der Fragmentierung der Kontrollstellen. Wir wissen, ich bin kein Jurist, aber ich weiß vom Trennungsgebot zwischen Nachrichtendiensten und Polizei. Vielleicht könnte man jetzt ein zweites Trennungsgebot zwischen Kontrollorganisationen noch in die Literatur mit einfügen, denn ich verstehe nicht, warum zum Beispiel das Vertrauensgremium eine Aufgabe hat, die dann das parlamentarische Kontrollgremium hat und warum jetzt mit der unabhängigen Gremium noch jemand dazukommt, die dann auch alle relativ abstrakte Unterrichtungspflichten haben. Also es interessiert mich als Politologen zum Beispiel auch, wie wurde entschieden in solchen Gremien, nicht wie oft sind die zusammengekommen, bringt mir eigentlich mehr an Informationsgewinn. Und ich denke, für die Evaluation ist es für die Legitimation des Dienstes sehr, sehr wichtig, die Wirksamkeit auch mal nachzuweisen. Und das müssten natürlich dann auch Techniker, wir hatten gehört von der hervorragenden IT-Kompetenz anderer Universitäten, aber das müssten ja wirklich auch solchen Institutionen müsste man dann das Wissen herziehen, auch aus Geodatenunternehmen wissen wir auch, dass die teilweise die Filter schon zu 98-99% vielleicht kreiert werden können. Das würde aber auch immer noch heißen, dass millionenfach Kommunikation durchrutscht.
Und ich denke, da hilft auch noch ein internationaler Austausch. Ich hatte auf das englische Pre-Legislative Scrutiny-Verfahren. Man kann von dem Bill in England halten, was man will, aber man weiß zumindest als Außenstehender, viele Wege wurden nachgezeichnet, da haben ganz viele Leute Stellungnahmen gegeben und insofern hat sich ein Wissen angehäuft, was natürlich auch für solche Evaluationsfragen sehr wichtig ist. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Witzling. Und nun Herr Professor Wolf. Die Frage, könnte ich die Aufgabe, die ich in einem unabhängigen Gremium gebe, der G10-Kommission geben, ohne Verfassungsänderung? Antwort ja. Sie können die G10-Kommission erweitern über die Befugnisse hinaus, die Sie haben. Die Argumentation von Herrn Graulich widerspricht der gegenwärtigen Rechtslage. Sie haben gegenwärtig schon der G10-Kommission Aufgaben gegeben, die über 10 Absatz 2 hinausgehen. Herr Schindler hat den 8 Absatz § 8a Bundesverfassungsschutzgesetz genannt. Schauen Sie bitte in § 13 G10-Gesetz hinein. Da sehen Sie es, pardon, § 13 G10-Gesetz. Da sehen Sie es, pardon, zum Artikel 10 Absatz 2 Grundgesetz, der damalige Gesetzgeber schon von G10 war schon der Auffassung der Kommission, mehr zu geben, als es notwendig muss. Das geht sicher. Also Sie können sicher der G10-Kommission diese Aufgabe zuweisen. Es ist richtig, dass es die Meinung von Herrn Graulich auch in der Literatur gibt, aber nichts drin, dass Sie schon mehrfach gemacht haben. Könnten Sie die Aufgabe auch einem Gericht zuweisen? Antwort ja. Bräuchten Sie dafür eine Verfassungsänderung? Nein. Es geht beides ohne Verfassungsänderung. Die Frage mit Artikel 10, ist es nur deklaratorisch, wenn ich das Grundrecht anführe bei der Zitierung? Ja. Artikel 19 Absatz 1 ist in gewisser Form deklaratorisch. Da gibt es ganz klare Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht. Wenn es formal ein Eingriff ist und es steht nicht im Gesetz drin, dass Sie sehen, dass es ein Eingriff ist, ist Ihr gesamtes Gesetz kaputt, nur wegen der fehlenden deklaratorischen Antwort. Könnten Sie das Zitieren, ohne dazu Stellung zu nehmen, substanziell gewissermaßen, eigentlich sind wir der Auffassung, Artikel 10 ist kein Eingriff, wir haben aber Angst, dass das Verfassungsgericht das anders sieht, deswegen möchten wir das Zitiergebot erfüllen und trotzdem unsere, ja klar können Sie es zur Frage der Gesetzesbegründung, das werden Sie ja gerade noch hinkriegen, zu sagen, wir haben gesehen, das ist ein Artikel 10, wir haben lauter Sachverständige, wir haben das alle gesagt, wir sehen das zwar anders, aber für den Fall, dass wir sehen, sagen wir, klar, dann wollen wir es auch mit Eingriff in Artikel 10. Das kriegen Sie sicher hin. Deswegen die nächste Frage mit den zwei Gremien. Welches Gremium Sie es geben, ist meines Erachtens zweitrangig. Aber um Gottes Willen geben Sie es einem Gremium. Jetzt die peinlichen Fragen zum Kontrollgremium. Natürlich ist die Kontrollgremiumfrage, wie man es konzipiert. Sie wissen ja, dass ich 2009 bei der Konzeption 2009 beteiligt war, gegenwärtiges Recht ist. Ich bin in der Tat der Meinung, dass der Legitimationsgrund, die das Gremium hat, der Vertraulichkeit des Gremiums ist. Ich fühle mich da in Übereinstimmung mit dem Bundesverfassungsgericht. Es hat mir noch kein anderer gesagt, dass es irgendeinen anderen Legitimationsstrang gibt. Wenn es so ist, dass der Legitimationsstrang die hohe Vertraulichkeit ist, dann leidet darunter die Oppositionsrechte. Und ich kann Ihnen keinen vernünftigen Konstruktion für das, was Sie vernünftigerweise wollen, nämlich die Oppositionsrechte im Kontrollgremium zu stärken, das ist ein vernünftiges, naheliegenden parlamentarischen Grundsätzen entsprechendes Anliegen. Geht leider nicht, weil wenn Sie es durchsetzen, verringern Sie die Kontrollmöglichkeit des Kontrollgremiums. Das können Sie gerne machen. Das ist die Frage, was Ihnen wichtiger ist. Oppositionsrechte, dann reduzieren Sie insgesamt die Untersuchungstiefe des Kontrollgremiums oder Sie nehmen das. Ich würde Ihnen wirklich gerne was anderes sagen, wenn ich was anderes wüsste. Die Frage von Herrn Schröberle, wenn Sie jetzt belogen werden, also das wäre schon ein hartes Ding. Also wenn die Parlamentarier im Kontrollgremium belogen werden, also ich war da ja noch nie und ich will da jetzt auch nicht rein, Sie brauchen mich nicht einzuladen, das wäre ja voll kontrovers zu dem, was ich sage. Also jetzt nehmen wir mal tatsächlich hypothetisch, aber es fällt mir schwer, also hypothetisch an, es könnte sein, dass ein deutscher Beamter, der die Parlamentarier im parlamentarischen Kontrollgremium anlügt, also es ist unglaublich, also nehmen wir es nur mal an, dann haben Sie natürlich immer noch die Möglichkeit, durch diese Berichterstattung im Parlament, in Ihrem jährlichen Bericht, an dem ja nur ausdrücklich drinsteht, dass Sie Stellung nehmen müssen zur Frage, ob bei besonderen Dingen ausgesetzt ist, der damals reingekommen 2009, immerhin, das ist ein kleiner Schutz. Wenn der Schutz nicht ausreicht, dann ist die, und dann streitet man sich darüber, was ist gefallen, dann halte ich in der Tat, obwohl es mir sehr weh tut, die Möglichkeit, dass Sie über die gegenwärtigen Ansätze der Protokollierung eine vorsichtige andere Protokollierung einfügen. Das halte ich für denkbar. Vielleicht nicht gerade ein vollständiger Mitschnitt. Das haben wir schon. Ja, ich weiß schon. Sie haben so eine Art von Protokollierung. Er will ja aber mehr.
Ne, wir haben auch die Tonbandaufzeichnung auf Antrag, wenn ein Regierungsmitglied etwas sagt. Das haben wir heute schon in der Geschäftsordnung. Ja, unsere Debatte nicht, aber die Beiträge, um die ging es ja. Entschuldigung, nur dass hier kein Missverständnis im Raum bleibt als Vorsitzender des Gremiums. Wir haben heute schon die Möglichkeit, haben wir unsere Geschäftsordnung ja auch entsprechend gestaltet, dass auf Antrag eines Mitglieds der Wortbeitrag eines Regierungsmitglieds auf Tonband festgehalten wird. Was nicht geht, sind unsere Debatten, aber darum ging es ja gerade auch nicht. Ich freue mich, dass ich die Regel, die existiert, immerhin für denkbar halte. Gut, so, vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Herr Professor Wolf, für Ihre Antwort. Wir haben 16.05 Uhr. Wir haben viele Fragen, unterschiedlich akzentuierte Antworten bekommen, viel Informationen für die weiteren Beratungen. Ich darf mich sehr herzlich bei den Herren Sachverständigen bedanken für die umfänglichen Auskünfte, die Sie erteilt haben, und darf die Sitzung nun schließen und wünsche einen weiterhin guten Tag.